Space Loaf. Oh, das ist ganz schön nah. Das ist das Stativ holen? Nein, passt. So ist doch gut. Bin ich jetzt mit dem richtigen Account durchgegangen? Live gegangen? Ich gucke gleich. Mal kurz gucken. Bum, bum, yes. Bum. Ja, okay. Mein Licht ist echt ein bisschen blöd. Wenn ihr das Thema auch teilen wollt, könnt ihr es auf Facebook machen. Einfach einmal auf den Teilen-Button gehen. Genau. Und dann kriegen sie auch alle eure Freunde mit. Aber jetzt erstmal hallo. Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen. Hier bei Instagram trudeln schon die Leute ein. Trudelt ihr schon ein? Ja. Auch wenn ich die Hand vom Mund nehme, kommt es nicht auch weg. Mach so, man macht aber so. Ich habe doch nicht gehustet. Ach so, was hast du denn gemacht? Man macht doch nur so, damit die Viren nicht fliegen. So. Ich muss nochmal kurz eine schön nochmal die Dachzeit nochmal in Gruppe teilen, Leute. Wir kommen schon die ersten Fragen auf Instagram. Oh. Wie geht's euch? Super. Erzählst du mal ein bisschen. Soll ich erzählen? Wie es geht. Wie was geht? Wie alles geht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem virtuellen Hintergrund hier schon gehabt. Wie ihr vielleicht im Laufe der Show noch mehr merken dürft. Ja, das tut. Tut ist immer gut, ne? Tut, ja. Ja, tut ist immer die beste Variante von allem. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen rot. Ja. Du musst so sehr viel Spaß mit dem virtuellen Hintergrund hier schon gehabt. Warte, du bist tot. So. Wir sagen ganz viele schon, wuhu, hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Leute, wir sind gerade noch eben kurz am Teilen. Das könnt ihr auch gerne machen bei Facebook. Wenn ihr Lust habt, einfach auf eurem Profil teilen, wenn ihr meint, das könnte noch andere Leute interessieren. Denn heute geht es um Vollzeitnomaden. Was sind das denn für komische Typen? Ja. Man sieht die Finger nicht. Zwei davon sitzen hier vor euch, werden euch heute so ein bisschen durch die Show leiten und wir haben nachher noch wunderbare Gäste am Start, die sich auch schon ganz doll freuen, dass sie gleich zu uns stoßen werden und dann aus ihren eigenen Erfahrungen noch berichten können und auch ganz unterschiedliche Konzepte teilweise verfolgen, an ganz unterschiedlichen Stadien dieses Vollzeitnomadentums stehen. Und ich freue mich sehr, dass wir da nachher ein bisschen mal auf die Unterschiede eingehen können. Da könnt ihr jetzt mal alle eure Fragen raushauen. Der liebe Dennis und die liebe Julia sind im Hintergrund am Start. Gucken eure Kommentare an und legen die uns hier schön in ein Dokument, sodass wir das auch im Überblick haben und keine Kommentare übersehen. Sofern es jetzt nicht zu viele sind, dass wir gar nicht drauf eingehen können auf alle. Aber ich glaube, so ein paar Sachen können wir auf jeden Fall abarbeiten. Ein paar sind auch schon von euch gekommen und da gucken wir uns gleich mal an. Die Frage, seid ihr zwei in einem Studio? Ja. Freuen, dass Sie gleich zu uns stoßen werden und dann aus Ihren eigenen Erfahrungen noch berichten können. Und auch ganz unterschiedliche Konzepte teilweise. Nee, wir sind natürlich nicht im Studio. Wir sind immer noch in unserer Hütte hier am wunderschönen Helenesee und fristen hier unser, wie sagt man, Quarantäne-Dasein. Genau, es ist einfach nur ein virtueller Hintergrund, den man so einstellen kann. Wir benutzen ja eine App, die vorher wahrscheinlich noch nicht so viele gekannt haben, bevor Corona kam, aber jetzt kennen sie wahrscheinlich alle, das ist Zoom, funktioniert so wie Skype, kann man sich zusammenschalten und da kann man so lustige Hintergründe einbauen. Guck mal hier, was haben wir da? Unsere Dachzelte, unser Startbild. Hätte auch was Zoom machen können. Genau, man kann sich dann nicht, weil das nicht immer alles erkennt, kann man sich hier so ausschalten aus dem ganzen System. Den sieht man noch. Ja. Das ist ein Vorführeffekt. Ja, super. Egal. Muss ja auch nicht. So, jetzt habe ich auch mittlerweile geschafft, hier alles zu teilen. Wunderbar, cool. Ich hoffe, ihr habt es auch gemacht. Leute, Thema Vollzeitnomaden. Haben wir uns gedacht, das ist doch ein super Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben bisher. Wir haben so viel schon euch erzählt zum Arbeiten unterwegs,
zum Leben unterwegs, zum Wildcampen, Stellplätze suchen, aber das Thema Vollzeitnomadentum, also die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein ohne Homebase, das haben wir noch gar nicht behandelt und da haben wir gedacht, jetzt Corona-Zeit ist auch ein super Thema, können wir ein Themen-Live zu machen und das machen wir heute, erzähle ich dazu ein paar Details. Wie gesagt, alle Fragen, die ihr habt, einfach in die Kommentare und dann gehen wir darauf ein und gleich holen wir uns noch unsere lieben Gäste rein. Aus der ganzen Welt. Oh ja, mindestens. Aus der ganzen noch Welt. Weiter. Ja. Oder? Ja. Einmal zum Mond und zurück. Ja, genau. Aber es ist wirklich ganz lustig, wie die Gäste aus verschiedenen Regionen gerade sind oder wo die gerade unterwegs sind. Ja. Das wird noch spannend machen. Wir haben ein schönes Vorgeplänkel gerade schon gehabt, so ein bisschen noch mal schon mal gequatscht und es war echt total, da schon total spannend. Und das machen wir halt gleich weiter. Ja. So, Rebecca. Wollen wir erstmal ein bisschen was über die aktuelle Situation sprechen? Ah, das ist genau, das ist direkt mit der Frage anfangen, wie wir das jetzt machen in der aktuellen Situation. Ja. Ja, also, wie ihr wisst, wir sind im Auto unterwegs, wir leben seit fast 4 Jahren und 2,5 Jahren im Auto mit Dachzelt und fahren durch die Gegend. Wir haben tatsächlich keine Homebase mehr, wir haben alles abgebrochen und haben nur das im Prinzip, was wir im Auto haben und fahren das mit uns die ganze Zeit rum. Jetzt haben wir Corona. Wir alle haben diese Situation und ihr wisst ja, was gerade Sache ist, zu Hause bleiben. Und da ist die Frage, was ist denn jetzt zu Hause bei uns? Ja. Und wie ist das eigentlich geregelt mit dem Camping und so weiter? Was darf man nicht? Und damit fangen wir mal an, oder? Ja. Also vielleicht erstmal, für die, die die letzten Lives nicht mitbekommen haben, erstmal kurz gesagt, wie es jetzt für uns ist oder warum wir uns entschieden haben, wie wir uns jetzt entschieden haben, oder? Also unabhängig davon, was jetzt die gesetzliche Lage sagt oder was jetzt die Behörden in den unterschiedlichen Regionen sagen oder sonst irgendwas, haben wir uns dazu entschieden, einfach jetzt hier mal eine Zeit lang in einer Base zu sein, weil dann einfach das Risiko geringer ist, dass man irgendwie Viren von A nach B trägt oder andere Leute auch ansteckt, als wenn man die ganze Zeit auf Reisen ist. Und auch aus dem Grund, weil wir auch irgendwie einen Vorbildscharakter haben und ich möchte ungern jetzt irgendwie in der Weltgeschichte rumtingeln und jeden Tag woanders campen und am Ende andere dürfen es nicht, sag ich mal, und dürfen jetzt ihren Urlaub nicht machen und wir chillen trotzdem noch am Bodensee rum oder so. Das sind so die zwei Gründe, die, glaube ich, für mich am wichtigsten waren. Und ja, und dann kamen eben noch diese ganzen Regulatorien dazu, die dann eben, wo dann jetzt das Gesetz sagt, du darfst das gar nicht mehr, du darfst gar nicht hier sein, du darfst gar nicht dort sein. Und man hat auch tatsächlich Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Schwimmbäder haben zu oder Saunen oder sonst irgendwas, wo man vielleicht mal duschen gehen kann. Oder man ist einfach, wenn man unterwegs ist, mit viel mehr Menschen in Kontakt, als wenn man eine Homebase hat. Also man geht öfter Wasser holen, geht öfter einkaufen und so weiter und so fort. Und, ja. Und das sind dann eben Dinge, die einfach nicht sein müssen, wenn man denn Social Distancing betreiben sollte. Sagen wir mal so, also wir, Rebecca Chen hat gesagt, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir auch mithelfen, diese Pandemie, soweit es geht, einzugrenzen und unseren Kontakt eben auch zu minimieren. Und das ist eigentlich das Ding. Genau. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, was man eben alles sich organisieren muss, wir haben es gerade angesprochen, also Duschen, Klos und so weiter, das ist ja alles in öffentlichen Einrichtungen. Das heißt, dadurch würden wir einfach auch nochmal viel mehr zum Multiplikator werden. Und da ist die logische Konsequenz, dass man einfach sagt, nö, komm, machen wir nicht. Wir machen jetzt mit bei der ganzen Sache und wir bleiben jetzt stationär. So. Ist schon schwierig. Ja, Haus ist natürlich jetzt nicht. Wir haben kein Haus. Wir haben kein, also ist einfach kein Haus da. Also was macht man dann ohne Haus? Ja, in unserem Fall hatten wir jetzt Glück, sind hier an den Helenesee gekommen und die haben gesagt, hier könnt ihr ein Bungalow haben und dann haben wir jetzt ein Haus. Also so ist das für uns jetzt geregelt. Ja. Es ist Fakt so, dass wir eigentlich, gibt es solche Regelungen für solche Leute wie uns jetzt eigentlich gar nicht. Also ich meine, würden jetzt sowieso gerade Regelungen für alle erfunden, wie es sein muss. Und auch für Camping gibt es bestimmte Regelungen. Dieses nämlich jetzt, also dieses ganze touristische Vermieten von Unterkünften ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr möglich. Also als Tourist kann man gar nicht mehr unterwegs sein. Aber was mit Leuten, die jetzt wirklich keine Heimat haben, so wie wir, so was tut man? Und da gibt es bisher keine klare Regelung, aber ich denke, wir haben die beste so gefunden für uns. Wir finden es gut. Und nach dem besten Wissen und Gewissen und bestem Ermessen haben wir das jetzt hier für uns so gelöst. Genau, die Frage hatte, wer hatte das nochmal gefragt? Matthias Holzberger hatte das gefragt, genau. Und Frank Brötner, genau.
Aber diese Lösung zu suchen, das ist halt eine spannende Sache. Da muss man da gucken, was man macht, ne? Und da haben verschiedene Leute auch verschiedene Lösungen gesucht und gefunden. Und da können wir gleich euch noch mehr zu erzählen, wenn wir in unsere Gäste gleich reinholen. Da werdet ihr nochmal sehen, was man alles machen kann. Also das ist eine Lösung, die wir jetzt gefunden haben für uns. Genau, es haben sich ja bei einigen verschiedenen Facebook-Gruppen auch schon die Vanlifer oder Vanlipper formiert und es haben sich relativ schnell Plattformen gefunden, wo man einen festen Stellplatz anbieten konnte und auch annehmen konnte. Also das gibt es auf jeden Fall auch. Also wenn ihr jetzt vielleicht auch zu denen gehört, die Vollzeit unterwegs seid und euch immer noch fragen solltet, was mache ich denn jetzt richtig und wie mache ich es denn, dann könnt ihr euch da auch nochmal informieren. Aber ich gehe mal stark davon aus, wir reden jetzt von mittlerweile knapp 3 Wochen, dass jeder schon Lösungen gefunden hat, die für ihn passen. Denke auch. Was auch total cool war, was aus der Community rauskam, waren Angebote, auch bei privat Ja. unterzukommen. Also Leute, die irgendwie jetzt eine Möglichkeit suchen, irgendwo stationär zu bleiben, dass da auf einmal die Hilfsbereitschaft auch sehr groß wurde. Und wenn da jemand von euch sagt, er hätte noch Platz oder so, meldet euch auch gerne, dann können wir das nochmal weiterleiten, falls noch jemand irgendwo in der Weltgeschichte rumtingelt und noch nicht ja, keine Bleibe hat. Jo, genau. Da trudeln auch schon die ersten Fragen ein. Genau, das ist doch cool. Dann gehen wir da mal drauf ein oder Das reicht. vielleicht. Wie macht ihr das mit dem dauerhaften Finden von Stellplätzen? Also, da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Philosophie. Ich kann ja mal sagen, wie ich es mache, und dann kannst du kurz sagen, wie du es machst. Ich suche gerne mit Google Maps. Ich habe keine App oder sowas. Ich nehme nur Google Maps und gucke mir dann die Stellplätze an. Gucke, wo ich gut stehen kann. Das zeichnet sich auf der Karte relativ schnell ab. Dann weiß man, so Waldgebiete sind irgendwie ganz cool. Wanderparkplätze sind ganz cool. Irgendwo an Seen ist cool, wenn man da rankommt und solche Sachen. Und das kann man dann so langsam eingrenzen und kann da gucken, ob man da hinfahren kann, ob man den Weg dahin findet. Also Google den Weg hinfindet, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Und dann muss man eben hinfahren und gucken. Dauert am Anfang sehr viel Zeit, aber muss man einfach ein bisschen üben und dann funktioniert das. Du hast auch eine App, ne, am Start. Ja, ich nutze auch eine App, also ich nutze auch Google, ich nutze auch Park4Night, ich nutze auch unsere Stellplatzkarte von den Dachzeltnomaden, aber meistens mache ich es eigentlich so, wenn ich die Zeit dazu habe, dass ich irgendwo einfach stehen bleibe und dann eine Runde spazieren gehe, was bei mir schon mal 1, 2 Stunden sein kann. Und weil ich eh relativ viel draußen bin und unterwegs bin zu Fuß und dann finde ich meistens dann während dem Spaziergang einen Platz, wo ich super stehen kann. Also wo ich dann auch gleich von vornherein weiß, wie ist Internet und wie komme ich da hin und darf man da hinfahren und so weiter und so fort. Also ich finde die meisten Plätze eigentlich tatsächlich zu Fuß. Die größte Herausforderung beim Stellplatz suchen ist für mich eigentlich, die einzugrenzen, wo ich denn überhaupt suche. Also weil ich ja meistens weiter unterwegs bin und wenn ich jetzt eingrenze auf einen Kilometer, dann finde ich in den Kilometer meistens einen Stellplatz, aber ich muss erst mal diesen Kilometer eingrenzen. Also ich meine, also erstmal zu gucken, okay, deswegen gucke ich oft bei Park4Night, weil da stelle ich dann mein Auto einfach hin und von da aus gehe ich dann spazieren und dann muss ich nicht mehr entscheiden, von wo ich denn jetzt überhaupt suche. Das ist meine größte Herausforderung. Ja, aber wir haben über dieses Thema auch schon mal live gemacht, ne? Genau. Also ihr hört schon raus, das ist bei uns Wildcampen. Also wir stehen meistens wild, wir gucken uns Plätze aus abseits von Campingplätzen. Dazu haben wir ein extra Live gemacht zum Thema Wildcampen. Gibt es ein ganzes Live über 1,5 Stunden oder so. Und dann gibt es nochmal ein Live zum Thema Stellplätze finden. Also wer sich dafür interessiert, auf unserem YouTube-Kanal gucken, Stellplätze finden eingeben oder Wildcamping und dann werdet ihr dieses Live finden. Da haben wir jetzt kompletter epischer Breite ausgearbeitet. Sonst natürlich Campingplätze, ne? Ist ja der Standard. Da kann man ja stehen und auch so lange stehen, wie man möchte, solange man bezahlt. Wenn ihr in einer Stadt seid, wechselt ihr den Platz. Ja, kommt drauf an, wir sind nicht so lange in der Stadt meistens. Also Bin nie in der Stadt. ich bin da, wenn ich was zu erledigen habe, wenn ich Freunde besuche oder so, dann habe ich da einen Platz, aber auch wechsle ich manchmal. Aber nicht aus Angst jetzt, sondern weil ich einfach Bock habe zu wechseln. Schlaft ihr außerhalb in Randgebieten? Ja, also man versucht immer nicht in der Stadt zu schlafen, weil ihr wisst, im Dachzelt hört man alles rundherum, die Geräusche kommen rein und das ist in der Stadt einfach nicht so angenehm. Deswegen irgendwo was wirklich. Industriegebiete eignen sich, falls ihr wirklich in der Stadt sein müsst. Und nah, stadtnah, dann Industriegebiete nicht schlecht, aber ansonsten. Aber auch nur für Lerchentypen, oder? Also nicht für Langschläfer. Ja, das stimmt, ja, genau. Nee, das ist dann, wenn man so städtisch unterwegs ist. Das ist die Frage noch, weil die jeden Tag woanders sind. Also ich denke, das haben wir auch unterschiedlich, aber ich bin auf jeden Fall, also in 90% der Fälle jeden Tag woanders, allein schon aus dem Sicherheitsaspekt. Ja, und wie ist es bei dir?
Ich fahre so, wie ich Bock habe. Manchmal bleibe ich stehen, aber tendenziell fahre ich schon jeden Tag, weil ich einfach meistens Bock habe, was zu sehen und reisen möchte. Also das ist ja auch der Hintergrund. Aber dann gibt es Phasen, wo ich sage, na, ich möchte jetzt mal echt ein bisschen an einem Ort bleiben und dann bleibe ich 3, 4, 5 Tage meine Woche auch an einem Ort. Je nachdem, wie es sich da anfühlt. Ne? An den meisten Wildcampingplätzen kann man einen Tag bleiben und das ist alles cool. Also dann fällt man nicht großartig auf, wenn man nett ist, freundlich ist und so weiter. Alles kein Thema. Wenn man länger bleibt, dann sind die Leute schon ein bisschen. Fragen Sie sich schon, was man da macht. Dann sollte man schon einen guten Grund haben, da zu bleiben, ohne eine Erlaubnis. Spannende Frage hier von Mike Köhler. Kommt immer wieder. Habt ihr das mit der Meldeadresse gemacht? Ihr müsst ja irgendwo gemeldet sein. Also, das kann man unterschiedlich lösen. Du musst nicht unbedingt zwangsläufig gemeldet sein. Und du musst auch nicht hier in Deutschland gemeldet sein. Du kannst zum Beispiel dich auch in einem anderen Land melden. Das ist auch möglich. Wenn du dich da aufhältst, dauerhaft aufhältst, dann kannst du das da machen. Es ist keine Pflicht, sich zu melden, wenn man im Auto unterwegs ist, weil man ja eigentlich keinen festen Wohnsitz hat. Wo soll man sich denn da melden? Das ist nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn man dann durch Europa tourt und sowieso die ganze Zeit die Länder wechselt und die ganze Zeit unterwegs ist, ist das nicht notwendig. Ich habe mich abgemeldet. Das ist dann so ungefähr wie einer, der auswandert nach Spanien. Der kriegt dann auf seinen Ausweis so drauf, hier keine Wohnung in Deutschland. Pups, und dann bist du abgemeldet. Und dann kannst du dich wieder anmelden in einem anderen Land, wo du dann hinziehst. Da ich nirgendwo hingezogen bin und ständig unterwegs bin, habe ich diese Lösung gewählt und fahre damit ganz cool. Rebecca hat es anders gemacht. Ich habe mich auch erst abgemeldet und war auch ein halbes Jahr, glaube ich, oder länger. Ja, gut, ein halbes Jahr ohne Wohnsitz und dann habe ich mich wieder angemeldet in Deutschland, weil ich dann die Firma in Deutschland gegründet habe. Genau. Ja, also um eine deutsche Firma zu gründen, braucht man quasi einen deutschen Wohnsitz, aber nicht um zu sein. Also sein kannst du auch einfach ohne Wohnsitz. Ist immer eine steuerliche Frage am Ende. Also das muss man einfach dann für sich entscheiden, wie es für sich am besten passt. Unabhängig von der Meldeadresse gibt es dann auch da die Postadresse. Also fragen wir auch immer ganz viele Leute, wie kriegt ihr eure Post? Man kann eine Adresse ja angeben von einem Freund. Ich habe zum Beispiel für die Krankenkasse habe ich eine Adresse eingegeben von dem Basti, einem Freund von mir, und der empfängt von mir diese Post von der Krankenkasse und alles ist cool. Oder von Versicherungen, also die unbedingt eine Adresse brauchen, damit du da erreichbar bist. Die brauchen einfach nur eine Adresse, wo du am Ende erreichbar bist und dann läuft das auch. Von wegen Post, hier ist auch die Frage, wie bekommt ihr Post und Pakete? Das ist lustig, weil ich habe nämlich gestern das erste Mal diese Post, weiß schon nicht mehr, wie es heißt, es gibt doch diese Poststationen, wo man die Post automatisch schon abholen kann mit einer App und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese großen gelben Kästen, die es manchmal an Tankstellen und so gibt. Das habe ich tatsächlich jetzt mal eingerichtet. Es ging ja auch über ein Postident und, oder sowas in der Art. Und da kann man dann automatisch seine Post abholen. Aber zuvor habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich Post nur dann empfangen habe, wenn ich eh irgendwo bin. Also wenn ich weiß, ich bin in 3 Wochen bei meinen Eltern, dann schicke ich da irgendwas hin. Oder ich bin in 2 Wochen bei Freunden in Nürnberg, dann schicke ich da irgendwie was hin. Also das passt eigentlich immer ganz gut. Und wenn ich jetzt 3 Monate unterwegs bin in meinen Frühjahr- und Herbstreisen, die ich eigentlich bisher immer gemacht habe, dann braucht man auch mal eine Zeit lang einfach keine Post. Also dann braucht man eine Zeit lang mal nichts vom Online-Versand geschickt bekommen, weil man sich vorher vorbereitet hat oder weil man einfach im Supermarkt kauft. Und die Post, die man sonst bekommt, die kann man digitalisieren auch. Also die kann man heutzutage einfach abscannen im Handy oder es gibt auch tatsächlich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, deine Post dann zu öffnen, abzuscannen und dir digital zur Verfügung zu stellen. Also das geht auch, aber ich mache es tatsächlich beinahe online. Das, wenn ihr die Post mal ganz ehrlich betrachtet, eure Post zu Hause, dann ist bei mir zumindest damals 50 bis 80% Werbung gewesen und das dann immer. 90. Nee, warte mal, 50 bis 60, 70% Werbung, dann 20, 30% Rechnungen und der Rest, ja, das war's eigentlich. Mehr kriegt man ja nicht mit der Post. Aber das geht auch digital und das kann man umstellen. Ich habe am Anfang auch diesen Jobscan, hieß der, Service genutzt, die mir das dann eingescannt haben und dann habe ich das darüber bekommen, aber immer noch festgestellt, das ist ja alles Werbung, dass die einscannen und dann habe ich Schritt für Schritt alles abgestellt. Jetzt bekomme ich keine Post mehr und ich brauche auch die Postadresse jetzt nicht mehr, bis auf eben, was ich gerade gesagt habe. Pakete versuche ich auch zu vermeiden tatsächlich, weil ich habe, Rebecca ist ein Planungstyp, die kann planen, ich bin dann und dann da, dann mache ich das da und dahin schicken. Für mich voll schwierig, weil ich überlege mir heute, was ich morgen mache und dann. Ja, manchmal liegen meine Pakete dann irgendwo. Sibylle kriegt sie dann zugeschickt und dann kriege ich sie bei der nächsten Veranstaltung ausgehändigt. Also, oder man macht das halt eben diese, wenn man so eine Möglichkeit hat, an so einer Poststation, hattest du ja schon gesagt? Ja. Okay, genau. Ja. Wobei da natürlich ist es ja auch, da musst du ja dann auch schon mehrere Tage in einer Gegend sein, um dann sicherstellen zu können, dass du es da dann auch wirklich abholen kannst. Also jetzt habe ich zum Beispiel was bestellt, es kommt am 8.
April an und wenn ich Pech habe, vielleicht auch erst am 9. oder 10., dann sind die Feiertage dazwischen und so weiter. Also sowas würde ich in der Regel eigentlich nicht machen. Also ich jetzt als Reisende, weil ich halt dann gefühlt da gefangen bin, bis das Paket ankommt. Also wenn jetzt das Paket bei Sibylle ankommt oder so, dann liegt es halt da. Selbst wenn ich es nicht holen kann, dann liegt es ein paar Wochen und so. Wisst ihr? Aber man ist mal so mit angewiesen auf Goodwill von Leuten und ein bisschen Mithilfe, dass sowas möglich ist. Aber lösbar, Leute. Und wenn man auch nicht so viel hat, wir haben auch ein Live letztes Mal zum Thema Minimalismus gehabt, dann bestellst du auch nicht so viel und dann musst du auch nicht so Stimmt, viele ja. Pakete bekommen. Also, die Schuhe gehen wir in den Laden und kaufen wieder. Nicht über das Internet. Wie löst ihr das mit dem, apropos Internet, mit dem Internettechnik und den Kosten? Also auch lange durchprobiert, viel durchprobiert. Es gibt dazu auch einen spannenden Podcast bei den Camper Nomads. Campernomads.net. Da haben wir mit dem Dennis einen Podcast aufgenommen, wie wir das lösen. Internet weltweit haben wir jetzt mittlerweile keine SIM-Karten. Damit haben wir angefangen, immer SIM-Karte tauschen hin und her in jedem Land. Und dann gab es Roaming, dann war das auch möglich. Aber das Nachladen machst du über die. Schon gesagt, da haben wir das erwähnt und ja, aber für die meisten wird es auch reichen, der kleinere Weg. Großes Thema ist tatsächlich auch die Datenmengen, die wir so verbrauchen. Ne? Also jetzt hier so ein Stream, das ist auch nicht mal eben ohne. Wir machen hier viel mit Video, viel mit Bildern und müssen viele, ja, wir managen ja unsere Arbeit auch immer untereinander. Das heißt, auch viel Videokonferenzen und so, verbraucht alles unglaubliche Daten. Ich glaube, wir sind in den Hunderten, 200 Gigabytes teilweise, die wir im Monat wegballern. Also da braucht man einfach ordentlich was als Ja. Grundlage. Und das haben wir jetzt mittlerweile damit geschafft. Ja, Läuft. und vor allen Dingen, das ist tatsächlich so, also Thilo hat ja gesagt, ich meine, ich hatte am Anfang noch einen Vertrag, aber der hatte auch nur eine begrenzte Datenmenge. Und es ist wirklich anstrengend, oder für mich war es wirklich anstrengend, wenn ich immer überlegen muss, ah, wenn ich jetzt noch einen Call mache, dann kostet es mich das nochmal irgendwie 10 € Datenvolumen und so, wenn ich irgendwo im Ausland bin und dann hier nochmal aufladen und da nochmal und dann bist du am Ende irgendwie bei 200, 300 € Internet im Monat. Das macht auch einfach keinen Spaß. Und es ist einfach eins unserer wichtigsten Arbeitsmittel, das Internet am Ende. Also mit den ganzen Calls, die wir haben, Matilda hat schon gesagt, in jedem Live und dann da Bilder hin und her schicken und Blog und so weiter. Und dann sollte man da schon gucken, dass man da eine gute Basis hat. Wenn man es jetzt nur privat nutzt, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wenn man Vollzeit übers Internet von unterwegs aus in Europa oder in verschiedenen Ländern arbeitet, ist es schon super wichtig. Damit auch schon die nächste Frage käme, oder? Hallo ihr beiden, was macht ihr beruflich und seid ihr jetzt davon betroffen? Also wir sind wie alle auch betroffen, dass jetzt gerade wenig geht. Wir beruflich ist Dachzeltnomaden unser Beruf. Also wir sorgen dafür, dass der Blog am Start ist, dass Veranstaltungen gemacht werden, dass wir einen Shop betreiben auf der Webseite. Wir haben die Möglichkeit, dass man Werbung schaltet, auf die Möglichkeit, dass man Werbung schaltet. Das sind verschiedene Social Social Media und den ganzen Kram. Media. Social Media, aber nicht alleine. Da sind auch jetzt mehrere Leute im Team dabei. Das ist unsere Arbeit. Jetzt natürlich Herausforderung, dadurch, dass Veranstaltungen jetzt ausfallen und nicht möglich sind, wird es für uns auch ein bisschen knapper dieses Jahr tatsächlich. Und wir müssen ein bisschen Gürtel enger schnallen. Aber wir kriegen das wahrscheinlich hin, auch Gott sei Dank. Und da mache ich drei Kreuze auf Grundlage unseres von vornherein erklärten Lebensstils. Weniger ist mehr. Minimalistisch unterwegs sein, wenig verbrauchen, wenig Kosten im Monat haben und dadurch super flexibel sein am Ende und auch solche Durststrecken, wenn sie jetzt nicht unendlich lange dauern, auch überstehen zu können. Dann sind wir sehr dankbar, dass das jetzt gerade so, ja, dass wir uns damit jetzt auch nochmal auch über Wasser halten können, trotzdem. Obwohl Festivals auch zum Beispiel flach fällt. Ja. Also verschoben werden muss. Ja. Ja, Es sind verschoben. einfach nicht so viele Fixkosten da. Also wir haben ja jetzt keine Miete für ein Studio oder für ein Büro oder sonst irgendwas zu zahlen, die einfach monatlich weiterlaufen würden. Also das ist schon gut, dass wir da keinen so krassen Fixkosten jetzt in der Firma zu zahlen haben. Wir müssen weiterleben irgendwie und brauchen unsere Verbrauchskosten und Ja, also super geil. Wir haben halt kein Büro, wir haben kein, all diese Sachen haben wir einfach ja. nicht bewusst abgeschafft. Das hatte ich früher auch alles, aber alles abgeschafft und das ist halt cool, dass dann man diese Kosten einfach dann nicht hat. Das hilft einem in solchen Situationen wirklich weiter. Übrigens, Thema Arbeiten unterwegs, haben wir auch ein extra Live gemacht, geht auf unseren YouTube-Kanal. Arbeiten unterwegs, komplettes Live über genau dieses Thema. Hallo, müsst ihr keine GEZ bezahlen? Nee, wenn du keine Wohnung hast, dann musst du auch kein GEZ bezahlen. In der Schweiz ist es aber beim Abmelden auf längere Dauer irgendwann ein Problem betreffend AHV, also Rentengeld, da man nicht mehr einzahlt, wenn man sich abgemeldet ist. Deutschland auch so. Ich glaube, auch da ist es so, du kannst natürlich, also abmelden ist tatsächlich ist cool auf der einen Seite,
Du fällst aber dann auch auf das System raus. Wenn du das System gerne hast und wenn du diese Rentenzahlung gerne möchtest und wenn du gerne einzahlen möchtest in die staatlichen Möglichkeiten, dann solltest du das wahrscheinlich eher nicht machen. Mir ist das, ich baue darauf nicht und deswegen war es für mich auch kein Thema. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Rentenvorsorge zu schaffen. Also es geht ja nicht nur im staatlichen System, man kann es ja auch privat machen. Man kann sich ja auch andersweitig da irgendwie vorsorgen mit Versicherungen oder anderen Genau. Geldinvestmentmöglichkeiten. Dann, Franz Iska. genau, die Frage, wie ist das mit der ladungsfähigen Geschäftsadresse, die man scheinbar auf jeden Fall benötigt, wenn man selbstständig ist? Das stimmt tatsächlich, also deswegen bin ich auch wieder gemeldet. Wenn man in Deutschland ein Gewerbe oder eine Selbstständigkeit anmeldet, dann muss man eine ladungsfähige Adresse haben. Man kann aber auch zum Beispiel in anderen Ländern seine Firma anmelden, wo man dann auch keinen Wohnsitz für braucht. Also das ist auch möglich. Haben wir da auch schon mal drüber gesprochen oder habt ihr da einen Podcast drüber oder sowas? Nee, aber es ist auch ein bisschen ausführlicher, noch so Ja. ein größeres Thema. Das können wir nochmal in extra live machen, wenn euch das wirklich interessiert. So, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, außerhalb von Deutschland Geschäfte zu eröffnen. Wir sind ja nicht das einzige Land, was Genau. die Möglichkeit hat, wo man ein Unternehmen gründen kann. Aber das ist nochmal, ist ein deutsches Unternehmen, ist hier gemeldet, ist in Hanau und darüber läuft das. Stefan, deine Frage haben wir, glaube ich, auch beantwortet mit der Rente und der Abmeldung. Genau. Da haben wir, glaube ich, gerade schon was zugesagt, sonst gehen wir gleich noch. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, Ja, ne, ich habe auch gerade auf die das Uhr geguckt, pünktlich passt ja, passt 20:30 Uhr. genau. Sollten wir uns das gedacht, dass wir einmal kurz ein paar Fragen beantworten zu dem Thema. Wir haben euch jetzt ganz viele Hinweise gegeben auf verschiedene Lives, die wir schon gemacht haben zu verschiedenen Themen. Guckt euch das super gerne nochmal an. Trotzdem auch weiter in die Kommentare reinhauen. Wir holen jetzt mal unsere Gäste rein und stellen euch mal Leute vor, die sich von uns oder von irgendwas anderem haben inspirieren lassen und auf die Straße gegangen sind, auch unterwegs leben und arbeiten. Und quatschen jetzt mal ein bisschen, wie die das gerade machen, was deren Herausforderungen sind und wie sie es vor allen Dingen jetzt gerade auch in Zeiten von Corona vielleicht Ja. organisieren. Da haben sie nämlich auch ganz unterschiedliche Lösungen. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich muss die jetzt hier einzeln zulassen. Das ist jetzt bei Zoom neu. Kann er schon mal weitere Fragen beantworten, oder? Genau, kannst du machen. Und ihr dürft jetzt gerne reinkommen. Thomas Dotzer fragt, über welche Kosten redet man da im einzelnen Essen und restliche Geschichte? Also da haben wir auch schon mal in einem Live drüber gesprochen, als es um das Thema Arbeiten ging. Aber du kannst auch gerne, oder ihr könnt auch gerne nochmal auf meinen Blog gucken. Da habe ich meine Kosten aufgeschlüsselt, wenn euch das interessiert. Da steht ziemlich genau, was, wie, wo, wann ich so verbrauche. Der Blog ist horeca-und-ruf.com, wenn ihr sucht. Und da findet ihr die Kosten auf jeden Fall. Wie handhabst du das mit der Krankenversicherung, speziell wegen Vorsorgeuntersuchungen? Also wir haben beide eine Krankenversicherung. Also ich habe eine Auslandsreisekrankenversicherung und du? Ich bin privatversichert. Das ist der größte Kostenpunkt, den ich tatsächlich noch habe. Private Krankenversicherung, ihr wisst selber, das ist teuer. Habe ich auch immer noch, habe es bisher noch nicht geändert. Und ja, das funktioniert weltweit. Und ich brauche dafür einfach nur eine Adresse und eine Bankverbindung und dann läuft das. Genau, bei mir ist es auch so, also das ist eine Auslandsreisekrankenversicherung, die sich speziell darauf spezialisiert hat, auch Kurzzeitreisende zu versichern. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, 90 Tage im Jahr in Deutschland zu sein. Jetzt in Zeit von Corona tatsächlich sogar auch länger. Das war das Erste, was ich geguckt habe, bin ich hier überhaupt versichert, weil ich ja nicht so lange in Deutschland sein darf quasi. Und dann kann man das auch, es ist quasi auch eine Privatversicherung, dann reicht man dann einfach die Rechnung ein auch. So, hier sind schon Leute am Warten. Ich lasse jetzt mal rein. Ja, Leute wollen drin, wir sie reinlassen? wo man sie reinlasse. 3, 2, 1 und boom. Quasi auch eine Privatversicherung, dann reicht man einfach. Bin In mehreren Ländern. den Bildschirm hier einstellen. Basti, du müsstest noch mal eben kurz Facebook ausmachen oder irgendeinen Tab hast du noch YouTube laufen oder irgendwas. Jetzt ist gut, glaube ich. Jetzt haben wir es, glaube ich. Stehen da die Namen drin? Ja, bei uns steht Dachzelt nochmal. Da steht, Ja, ja, doch, doch, ja, doch, Regina Tore, da. ja, cool. Aber wir machen jetzt eine kleine Vorstellungsrunde, glaube ich, dann, Genau. damit ihr da draußen auch alle wisst, wen ihr hier jetzt auf einmal so bam, alle auf dem Bildschirm bekommen habt. fangen wir oben an, oder? Ja, wahrscheinlich nicht bei allen das gleiche Ja, oben, deswegen deswegen darfst du sage ich noch bestimmen. oben ist. Ja.
Liebe Familie Bürger, wollt ihr euch zuerst einmal vorstellen? Hallo. Hallo. Ja, wir sind die Familie Bürger. Paulina und Lukas. Okay, was macht ihr? Mal ganz kurz, warum sitzt ihr im Auto? Wo seid ihr? Wir sind in Portugal, in Lukas' Auto gerade. Ich mache mal eben WhatsApp aus. Sorry. Und wir haben aber beide unsere eigenen Autos mit Dachzelt. Also ich bin gerade zu Besuch bei meinem Bruder. Du sitzt gerade in Lukas sein Auto drin, ne? Ja. Aber du bist auch mit deinem Camper quasi in Portugal und ihr seid da jetzt, ihr habt euch dort zusammen getroffen und seid jetzt da geblieben. Und da gehen wir dann bestimmt gleich nochmal drauf ein. Genau, ist eine Art WG. WG. Nur man muss sich nicht drum streiten, wer das Klo putzt. Das ist ganz es gibt cool. einfach keinen. Genau. So funktioniert das sehr cool. Schön. Ja. Cool. Da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, auf Portugal und wie es da genau ist und was ihr da genau macht. Aber wir gehen ja mal einmal jetzt mal einfach weiter in der Runde. Ich frage mich nur gerade, Basti, wo bist du hingekommen? Hat dich der Erdboden verschluckt, mein Lieber? Schalte deine... Muss dein... mal zur Seite wischen einfach. Dein Video ist aus. Basti, also wir sehen nichts von dir und wir hören auch nichts. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du bist einfach abhanden gekommen. Ich schmeiße jetzt nochmal hier raus. Ah, guck mal, er ist wieder drin hier in dem Warteraum. Ah, okay. Ja, guck mal, warte mal. Was, jetzt müsste er da sein. Jetzt warten wir nochmal kurz. Rufen, Basti! Da ist er. Jetzt. Also, du bist jetzt zweimal drin. Kann das sein, Basti? Jetzt bin ich drin. Hört ihr mich? Ja, ich versuche dich jetzt mal hier. Du bist jetzt zweimal drin. Das verstehe ich jetzt an. Ich muss mal removen hier. Ich lasse es mal lieber, bevor du nachher wieder reinkommst. So, cool. Ja. Mach doch gleich mit Basti Machen weiter, wir mit Basti weiter. Genau, Basti. Wo bist du und wer bist du? Wer bist du und wo bist du? Wer bin ich, wo bin ich? Ja, ich bin Basti, komme, ich sag mal, aus dem Norden von Deutschland. Landkreis, also aus Niedersachsen, in der Nähe von Verden oder aus Verden momentan. Bin seit ja, fast 6 Tagen mittlerweile auch ohne Wohnung in meinem Bus. Und aktuell unter den ja, Situationen, dass ich einfach vielleicht zu manch anderen einen normalen ortsgebundenen Job habe, aber dennoch dieses Abenteuer versuche einzugehen unter manch aktuell erschwerten Bedingungen. Ja. Und bin im T4, also im Bulli, unterwegs. Zwar mit Dachzelt drauf, aber das ist für mich nur, würde ich dann für Freizeit, für Urlaub und im Alltag war mein Plan, dass ich wirklich nur im Bulli dann penne. Basti habt ihr vielleicht schon kennengelernt, wenn ihr auf einer unserer Veranstaltungen wart und der war vor allen Dingen auch der Mitausrichter vom Dachzeltmieter in Hamburg. Und Pauline und Lukas sind eigentlich auch nicht zu übersehen, auch auf fast jeder Veranstaltung am Start und da habt ihr die wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Lisa auch und Tina und Tobi eher seltener, aber dennoch spannend, weil die haben auch was Besonderes zu berichten. Aber stellt euch nochmal eben kurz vor, Tina und Tobi. Hallo. Tobi, Tina, wir waren ein halbes Jahr im Dachzelt unterwegs und dann durch Zufall haben wir jetzt ein Haus. Tada! Genau, letztes Jahr im Juni sind wir quasi losgezogen, haben die Wohnung gekündigt und wollten mal eine alternative Lebensform ausprobieren. Das Ganze hat dann ein halbes Jahr gehalten. Ein Jahr war das, ne? Habe ich richtig verstanden? Halbes Jahr. Ein Jahr. Halbes Jahr. Halbes Jahr habt ihr zu zweit, man höre und staune, zu zweit im Dachzelt gelebt. Also wenn Leute staunen, dass Rebecca und ich jeweils in unserer eigenen Wohnung im Dachzelt wohnen, dann habt ihr Tina und Tobi noch nicht kennengelernt und die haben das tatsächlich jetzt ein halbes Jahr zu zweit gemacht. Wie das genau ist und was sie da erlebt haben, können sie gleich nochmal erzählen, aber wir machen jetzt die Runde erstmal komplett. Denn da ist noch die liebe Lisa. Hi. Ja, hi. ja, ich bin Lisa. Ich bin gerade in meinem Kastenwagen, mal wieder zur Abwechslung, nachdem ich im Winter ein paar Monate in Deutschland war. Und ja, bin aktuell in der Türkei unterwegs. Genau.
Das ist vielleicht auch gerade, lass uns damit mal einsteigen, was, glaube ich, auch viele Leute jetzt interessiert. Also gerade diese Corona-Sache macht es ja jetzt ein bisschen herausfordernd dafür uns, die unterwegs sind. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Vielleicht, Lisa, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was du kommst ja jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr, also du musstest dich entscheiden, bleibst du in der Türkei oder kommst zurück nach Deutschland, ne? Ja, inwiefern kann man sich entscheiden, wenn irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen werden, die dann wenige Stunden später schon Fakt sind? Ja, also aktuell ist es so, dass man hier wirklich schlecht wegkommt. Die Grenzen sind zu. Es gibt wohl nächste Woche mal Flugverbindungen, aber angeblich sind sie schon wieder ausgebucht, obwohl sie noch gar nicht online waren. Also da ist auch irgendwie herrscht großes Chaos. Und dann ist halt auch immer die Frage, was mache ich dann mit meinem Fahrzeug? Also ja, es ist gerade schwierig, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, weil man halt auch nicht weiß, was kommt. Aber ich denke mal, so geht es halt gerade vielen. Ja, wo bist du da jetzt gerade? Also wo kannst du dich jetzt aufhalten? Also ich bin gerade in der Nähe von Izmir, bin allerdings jetzt nicht in der Stadt, sondern eher auf dem Land unterwegs und kann mich tatsächlich noch relativ frei bewegen. Letztes Wochenende war es so, dass es verboten war, sich an der Küste aufzuhalten. Das war für mich ein bisschen problematisch, weil einfach 99% meiner Stellplätze irgendwo am Meer sind. Aber ja, jetzt an sich natürlich angesichts der Situation auch nicht das Riesenproblem. Und ich habe aber tatsächlich auch einen Plan B. Ich bin jetzt gerade auch in der Nähe von einer Freundin in einer Siete. Also es ist immer so ein abgeschlossener Bereich von mehreren Häusern, die zusammengehören. Und das ist schon auch mehr oder weniger privat. Also das wäre tatsächlich mein Plan B im Falle eines Lockdowns, dass ich einfach hier auf dem Grundstück bleibe und dann hier auch bleiben kann und nicht irgendwie weggescheucht wäre, weil ich ansonsten ja tatsächlich auf öffentlichem Grund unterwegs bin. Ja. Also nur mal nochmal zur Erklärung, bei dir ist es tatsächlich auch so, dass du dich auch längere Zeit in Izmir schon aufgehalten hast. Du hast da, glaube ich, auch mal einen Job, du hast auch ein soziales Umfeld, oder? Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwo in der Pampa bist und niemanden kennst, sondern dass du da tatsächlich schon mal ein bisschen gesettelt bist, ja? Genau, ja, ich habe hier 1,5 Jahre in der Schule gearbeitet und habe hier ein bisschen sozialen Background und das ist auch das, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich bleib hier. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen rumreisen, aber als so ein bisschen absehbar war, es könnte schwierig werden, habe ich dann erstmal noch abgewartet und dann war klar, okay, es ist wohl das Beste, hier zu bleiben. Zumal jetzt aktuell das Reisen auch gar nicht mehr möglich ist. Also viele Städte sind abgeschottet, man kann nicht mehr von Provinz zu Provinz fahren, ist angeblich auch dicht. Ja, insofern bin ich jetzt erstmal hier. Also wird schon, auch bei Lisa geht es jetzt so in Richtung wahrscheinlich eher ein stationäres Leben jetzt für eine absehbare Zeit. Wer das auch für sich entschieden hat in einem anderen Land. Wir schalten nach Portugal. Lisa, ach Lisa sag ich schon, Pauline und Lukas sind in Portugal gestrandet, mehr oder weniger bewusst, haben jetzt eine Lösung für sich gefunden. Wie habt ihr es gemacht? Ja, folgendermaßen, als es wirklich anfing, dass die Notstände ausgerufen worden sind, da haben wir uns erstmal darüber informiert, was ist denn jetzt überhaupt los? Und haben tatsächlich auch gerade im Social-Media-Bereich sehr aktuelle Berichte bekommen und haben einfach gesehen, wir haben dann überlegt, okay, fahren wir jetzt nach Hause, fahren wir durch halb Portugal, durch ganz Spanien, durch ganz Frankreich und ja, stehen dann irgendwo, vielleicht auch unter Quarantäne, keine Ahnung. Wir wollten tatsächlich auch zum Spargelstechen nach Deutschland wieder zurückkommen, weil wir gesehen haben, verdammt, die Leute aus Polen, Rumänien, die kommen alle nicht mehr rüber. Und das heißt, komm, wir fahren auf den Bauernhof nach Deutschland, war so das Ding. Aber dann war die Rückreise für uns war, sollen wir uns den Stress antun? So, und dann haben wir gesagt, komm. Also es war auch nicht nur Social Media, sondern wir haben uns wirklich auch bei der deutschen Botschaft in Portugal eben auf dem Laufenden gehalten, also wirklich geschaut, dass unsere Quellen auch verlässlich sind. Genau. Genau. Ja, und dann haben wir umgeswitcht und komm, hier gibt es doch auch Bauernhöfe. Wie wär's denn hier? Und Pauline kannte die Plattform, wie heißt die nochmal? Workaway. Workaway. Also quasi Work and Travel, was man eigentlich nur aus Australien kennt, das gibt es in Europa genauso. Genau. Und ja, und da haben wir dann einfach die Leute angeschrieben. Da kann man sich ein eigenes Profil machen. Das haben wir gemacht. Wir haben uns komplett vorgestellt und wir haben die Bauernhöfe oder die dieses etwas Ähnliches angeboten haben, einfach angeschrieben, auch sehr individuell. Und die Leute haben sich völlig unterschiedlich gemeldet. Und was hinzukam, wir haben noch den Felix kennengelernt,
Der ist noch eine Woche, bevor das mit Corona und so weiter anfing, einfach zu uns gestoßen. Standen wir also zu dritt. Den kannten wir vorher auch gar nicht. Und dann haben wir aber einfach gesagt, komm, wir ziehen jetzt an einem Strang. Der Junge ist 20 Jahre alt, kommt zwar älter rüber, aber einfach, ne, dass wir jetzt in solchen Zeiten zusammenhalten. Und dann haben wir uns zusammen zu dritt dieses Profil gemacht. Also direkt drei Leute, sind gar nicht in den Mangel gegangen. Oh Gott, jetzt sind wir drei Leute, jetzt überrennen wir die Leute. Und wir haben ganz liebe Nachrichten zurückbekommen. Wir haben ganz auch Absagen bekommen. Aber ganz viele Zusagen, beziehungsweise teilweise haben die Leute gesagt, wir brauchen gerade keine Hilfe, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf unser Grundstück stellen. Nicht, dass ihr jetzt keinen Ort habt, wo ihr bleiben könnt. Also eine sehr positive Erfahrung. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Also das ist, und dann haben wir tatsächlich einen total schönen Bauernhof mitten in der Pampa gefunden, der natürlich von zwei Deutschen geführt wird. Und wir schlafen ganz normal weiterhin, sie in ihrem Dachzelt, ich in meinem Dachzelt, Felix in seinem Van und stehen so verteilt auf dem Hof, haben einen großen Gemeinschaftsraum. Wir könnten auch, jeder hätte auch ein Bett in diesem Haus, aber warum? Ist schöner im Dachzelt. Im eigenen Bett schläft man am besten. Genau, genau. Aber da es hier auch nachts wirklich kalt wird, da ist dann in dem Gemeinschaftsraum Ofen drin. Und ja, und wir bezahlen das in dem Sinne, dass wir tatsächlich dann gesagt haben, also ich bin ja hauptberuflich eigentlich Masseur, wäre jetzt auf Festivals unterwegs gewesen ab April. Das ist natürlich jetzt komplett weggebrochen. Und gegen Kost und Logis, 5 Stunden am Tag arbeiten wir auf dem Bauernhof. Wir heben 5 Tage die Woche. 5 Tage die Woche, heben Beete aus, füttern Schafe, Hühner, ist gleichzeitig noch so ein Selbstversorger. Und bauen ein Haus. Und wir bauen ein Haus mit. Also die sind auch noch bauen. Die haben gesehen, okay, das sind jetzt 3 Leute, komm, da bauen wir noch. Also die sind auch positiv drauf, die machen jetzt noch mehr. Danach sind wir auf jeden Fall in der Lage, unsere Autos auch anständig auszubauen. Genau, mit Dachziegeln auf dem Dachzelt oder so. Ja, genau. Schön. Das hört sich wirklich nach einem coolen Glücksgriff an, würde ich fast schon sagen, mit ein bisschen geschickten Kombinieren der Möglichkeiten, die man so hat. So diese Plattform scheint auch sehr interessant zu sein. Wahrscheinlich auch durchaus für Leute, die jetzt nicht die ganze Zeit im Camper wohnen, sondern vielleicht nur mal was ausprobieren wollen. Ja. Wer ein bisschen eine ganz andere Seite jetzt sozusagen, also die sozusagen die Plattform sich jetzt selbst geschaffen hat, sind Tina und Tobi. Ne? Ihr habt, man sieht es ja gerade, ihr seid ja auch jetzt in einem Haus, habt ihr gerade gesagt, ihr seid ein halbes Jahr unterwegs gewesen. Sagt doch mal, also ihr habt jetzt für euch eine Corona-Lösung natürlich gefunden, also ist ja jetzt für euch easy, ne? Ihr schlaft wahrscheinlich jetzt nicht im Dachzelt wie Lukas und Pauline, oder? Nee, noch nicht, aber vielleicht am Wochenende mal wieder. Wir haben heute drüber nachgedacht. Wir haben es heute schon aufgeleiert und ich glaube, die nächsten Tage werden wir in der Einfahrt. So wie wir gestartet sind. Wir hatten das Dachzelt, aber mussten noch organisatorische Sachen klären und dann haben wir echt in der Einfahrt geschlafen, auch von Anfang an so. Waren bestimmt auch 4 Wochen oder so. Ja. Zum Ausprobieren, ne? Ja. 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 Mega cool. Das ist übrigens das, was jetzt die meisten Dachzeltnomaden, stellt man in der Gruppe ja immer wieder fest, jetzt gerade machen. Die können nicht weg und nicht raus. Jetzt fangen sie alle an, in der Einfahrt zu übernachten. Genau. Wo ich früher auch immer, ich habe jedem immer gesagt, wenn ihr es ausprobieren wollt und sicher sein wollt, dass das für euch was ist, dann nehmt einfach ein Dachzelt und macht es in der Einfahrt. Also Dachzelten. Und dann habt ihr das erfahren für euch und wisst Bescheid. Jetzt machen es irgendwie so viele. Das ist total spannend. Das ist jetzt gerade Campen auf dem eigenen Grund zu sein. Auf jeden Fall auch ein guter Perspektivwechsel. Ja. Ja. Genau. Und dann haben wir noch den Basti. Basti ist jetzt in dieser Runde speziell, oder in dem Sinne speziell, weil er nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz mitbringt. Einen Schatz, den ich schon fast wieder ein bisschen vergessen habe, weil es bei mir so lang zurückliegt. Basti, du bist ja vor ein paar Tagen erst reingezogen. Für dich ist ja jetzt gerade irgendwie alles neu. Wie regelst du es jetzt? Also du hast, also was jetzt wirklich jetzt ziemlich crazy getroffen. In dieser Zeit, wo sowieso alles ein bisschen schwierig ist, hat er noch diesen schwierigen Schritt, das ist durchaus nicht einfach, einfach jetzt auf die Straße zu gehen, da sollte man sich schon ein bisschen vorbereiten. Hat das jetzt gemacht und ist jetzt auf der Straße und jetzt kommt Corona noch oben drauf. Erzähl doch mal ein bisschen, was dich so umtreibt gerade so für Gedanken. Ja. Also vorweg ist zu sagen, ich habe die Entscheidung für mich
auf der Rückreise vom Silvestercamp in Eggerding getroffen. Ich hatte 8 Stunden Fahrt und als ich zu Hause war, dachte ich, ja komm, jetzt mache ich das. Das war am 4. Januar irgendwann, abends war ich zu Hause. Da war von der ganzen Corona-Sache noch nichts zu spüren und nichts zu wissen, soweit ich weiß. Dann hat es ein paar Wochen noch gefruchtet. Ich habe, glaube ich, am 30. Januar gekündigt. Ich war eine Woche krank und lag zu Hause in der Bude und ja, nach der Woche hatte ich keine Wohnung mehr auf dem Papier. Und damals, was heißt damals? Also im Januar konnte keiner ahnen, was jetzt irgendwie auf uns alle zurollt. Jetzt denke ich, ja, es ist so die wahrscheinlich Anführungszeichen die beste Zeit, die Wohnung aufzugeben, aber die Entscheidung war getroffen. Hinter der stehe ich weiterhin. Hatte Ende Januar gekündigt, somit wäre ich eigentlich Ende April erst raus aus der Wohnung. Und auch Anfang Februar noch gedacht, okay, desto früher, desto besser. Mir eine Nachmieterin gesucht, somit konnte ich schon zu Ende März jetzt raus. Also noch krasser in der Zeit aktuell, also das ist noch eine Woche, noch 4 Wochen früher. Und ja, für mich war jetzt parallel zu dem Ganzen halt irgendwie ja diese ganze Wohnungsauflösung, meinen Bus noch ein bisschen weiter herrichten, dass es für mich noch mehr passt, um darin nicht Urlaub zu machen, sondern einfach auch zu wohnen. Und ja, dann, das lief so parallel. Also auf der einen Seite wurde es für mich immer enger, aber ich wusste, okay, ich habe ein Timeout. 31. März, 15 Uhr ist Schicht im Schacht, dann übergebe ich die Schlüssel. Habe nebenbei einen normalen Job. Ich arbeite 38 Stunden fest in der Kita hier in der Ecke. Das bleibt auch erstmal noch eine gewisse Zeit. Und das waren für mich so die Herausforderungen, zu sagen, okay, ich löse es auf, habe aber meine ganzen festen Strukturen noch nebenbei. Und ja, das ist eine besondere Herausforderung, die ich irgendwie ja, in der ich gerade stecke, aber die ich mir bewusst ausgesucht habe. Und ich hätte ja auch sagen können, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, ich warte damit erstmal oder schaue, dass ich die Zwischenlösung finde. Aber ich habe gesagt, ich habe das jetzt eingegangen, ich habe alles auf die Wege geleitet, dass ich das bisherige irgendwie hinter mir lasse und ein Stück weit gerade einen gewissen Neuanfang starte, der ja trotzdem gerade echt intensiv ist. Und wie fühlt es sich an, ganz ehrlich? Geil. Also es ist halt auch ein Start mit Handbremse. Also es ist nicht, wie sich das, glaube ich, jeder vorstellt, jetzt irgendwie auch unabhängig davon, ob man reist oder ob man nebenbei arbeitet, jeden Tag irgendwie alles romantisch und alles total geil. Klar, ich bin natürlich jetzt irgendwie ein bisschen eingeschränkt auch, was das ganze freie Stehen angeht. Bin gerade dabei, auch für mich noch die Lösung zu finden, die für mich passt, wo ich auch dann irgendwie bei allen Sachen, die das betrifft, irgendwie auf der sicheren Seite bin. Ich möchte da auch nichts falsch machen. Aber das hat jetzt so nebenbei die ersten Tage, lief das irgendwie noch mit. Das irgendwie für mich noch zu klären, wie das dann endgültig laufen wird. Ja. Hier ist schon ein sehr schöner Kommentar für dich von Charlie, der schreibt, Basti, es war sehr eindrücklich, dich in dem ganzen Prozess virtuell zu begleiten. Hm. Danke, Charlie. Ja. Du machst das auch. Charlie hat es auch tatsächlich vor, ne? So ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ja, im Sommer auch, ja. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Schritt in die, Abbruch von dem einen Festen, dann in das Mobile zu gehen, ist, also man denkt immer so, boah, heile Instagram-Welt, so ich mache jetzt hier Freiheit pur und dann stehe ich nur an den schönsten Plätzen und ich sauge die Sonnenuntergänge auf der ganzen Welt und alles wird schön. Leute, das ist nur eine Seite. Die gibt es tatsächlich, aber die gibt es viel seltener, als man sie sich vorstellt. Es gibt auch ganz viele schwierige Sachen, die einen da so treffen und man hat schon Herausforderungen. Vielleicht können Tina und Tobi noch mal ein bisschen was erzählen. Ihr habt ja super krass, mit 2 in einem Dachzelt unterwegs gewesen. Also ein Pärchen mit seinem ganzen Raum, den man ja auch braucht als Individuum. Wie habt ihr das geschafft, euch da zu organisieren, auf so krassem engen Raum? Ja, also unsere Beziehung hat schon so angefangen vor 13 Jahren. Wir haben uns kennengelernt. 3 Monate später ist Tina nach Australien. Ich bin ihr gefolgt und da haben wir schon 2 Jahre, 24 Stunden miteinander gelebt. Und so. Da kannten wir uns noch gar nicht, ne? Also das war, ja. Das war der Beziehungsanfang und wir waren dann auch die letzten 3 Jahre selbstständig und da auch schon den ganzen Tag in der Wohnung zusammen. Also es war jetzt vom Raum her nicht der krasse Step jetzt im Dachzelt.
Ja, es gibt ja auch die sehr kontroversen Typen, wo der eine halt sehr ruhig ist und der andere, weiß ich nicht, sehr extrovertiert oder so. Wir sind uns vom Typ her halt schon ziemlich ähnlich und eher entspannt und deswegen war das auch nochmal ein Bonus, der dazu kam, dass wir uns nicht genervt haben. Eigentlich nie. Nee, was krass war, war, dass wir wieder ganz anders kommunizieren mussten. Was vorher so logisch ist, so was du zu Hause automatisch machst, war dann, das war eine Herausforderung, zu sagen, so der eine möchte jetzt hier bleiben oder ich möchte dorthin oder Tobi wollte tatsächlich immer sehr schöne Stellplätze haben und mir war es dann, sage ich mal, nicht das Wichtigste, wenn ich müde war. Aber das waren dann Sachen, die herausfordernd für uns waren, wo wir uns auch nochmal neu kennengelernt haben, weil das echt, ja, eine verrückte Ausnahmesituation war, erstmal da reinzukommen und sich abzusprechen wieder, was alles in einem Haus automatisch irgendwie funktioniert. Ja, das nimmt auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch, so im Tagesablauf, so die ganzen, wo stelle ich mich hin, wo kaufe ich ein, ja, das, ja, das nicht unterstützen. Ja, das nimmt ja sowieso schon auch bei, das kann ja jeder von euch bestätigen, sind ja schon bei einer Einzelperson genug Zeit ein. Wenn man dann zu zweit sich auch noch so krass absprechen muss, ist das ja nochmal wieder eine ganz andere Kiste, wenn man eben eine gleiche Wohnung teilt. Ich meine, Rebecca und ich haben jeder eine, Lukas und Pauline haben ja auch jeder ihre eigene und ja, bei Lisa und bei Basti ist ja auch klar. Hier haben wir noch eine Frage, was ist denn der größte Nachteil am Dachzeltleben? Wer möchte da denn was zu sagen von euch? Der Wind. Der Wind. Oh ja. Also wir haben natürlich immer gesagt, Regen, 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 aber Wind ist viel schlimmer als Regen. Ja, tatsächlich weht das ganz schön ordentlich. Was macht ihr gegen Wind? Was habt ihr für Lösungen für euch erarbeitet? Also wir sind dann einfach, ein paar Mal mussten wir dann echt nachts raus und den Stellplatz wechseln und irgendwo geschützter stehen. Das war auch in Spanien, als krasse Unwetter waren. Das war Oktober, November letztes Jahr. Da gab es auch ein paar Überschwemmungen und so. Und wir hatten die Wahl, also wir haben gewechselt zwischen ausharren, im Dachzelt bleiben und warten, bis es vorüber ist, in einer kürzeren Distanz irgendwie uns geschützt dahinstellen und einmal tatsächlich abfahren und uns da irgendwo nochmal hinchillen. Ja. Oder Hotel war dann auch mal, als dann richtig Sturmwarnung und so war, haben wir uns dann auch in ein Hotel eingemietet. So ein Apartment quasi, ja. Ich meine, dass wir die Dachzelte haben, kennen das ja, wie das ist mit dem Wind, dass das mal so ein bisschen schüttelt und rüttelt und dass man dann eine Lösung sucht. Und man kann auch unten im Auto schlafen übrigens, das ist dann meine Lösung immer. Aber was die Herausforderung ist, wenn du tatsächlich die ganze Zeit im Dachzelt lebst, dann nervt dich sowas nochmal extrem mehr, weil du ja irgendwie noch deiner Arbeit nachgehst oder auch nochmal irgendwie weitere Sachen planst. Und das bringt natürlich dann manchmal auch einen Tagesablauf durcheinander, wenn man mal eine Nacht nicht so geil schläft und dann auch nochmal irgendwie rumfahren darf, dann ist man wieder genervt, dass man fahren darf und gucken darf, wo man jetzt Pauline nickt. Kennt man, ne? Also das ist das Arbeiten. Also was machst du, Pauline? Sag das nochmal eben vielleicht kurz. Oder was hast du die ganze Zeit gemacht? Wie hast du gearbeitet? Ich habe jetzt über 2 Jahre lang für ein Reiseunternehmen gearbeitet. Und also aus Israel und das alles mit Laptop und Handy. Jetzt geht hier mein Gebläse an. Man hört es aber nicht, ist alles okay. Hört man nicht? Ja, man hört es. Lass blasen. Die Lithium-Batterie. Überlebenswichtig zum im Dachzelt leben und arbeiten. Ja. Kümmer dich mal um das Baby. Ja, aber auch ein cooles Thema. Kannst du vielleicht auch sag nochmal mit zur Arbeit und dann geht gleich nochmal auf hier Stromversorgung ein. Auch coole Sache. Ja, auf jeden Fall gerne. Genau, also ich habe mit Laptop und Handy halt Reisen nach Israel, Palästina organisiert und das war eben auch ein Fulltime-Job. Also theoretisch musste ich 5 Tage die Woche komplett arbeiten und was ihr eben meintet, dass ich auf den ganzen Events auch immer da war, das stimmt. Ja, im Auto gibt es viele Knöpfe. Was für ein Flugzeug. Ja.
Wo war ich denn jetzt stehen? Dass du auf einem Event immer da warst, aber... Genau, aber im Endeffekt habe ich mich dann jeden Tag auch immer zurückziehen müssen ins Dachzelt oder ins Auto, um dann wirklich konzentriert arbeiten zu können. Und das ist eben das Ding. Ich bin zwar super flexibel und immer unterwegs und kann überall sein, aber muss mich dann auch immer abschotten, um dann meine Dinge zu regeln und eben dieses geregelte Einkommen zu haben. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und was Tina dann eben auch meinte, dass ihr das nicht immer so wichtig war, an einem schönen Standort zu stehen, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn der Empfang nicht stimmt, dann kann es noch so schön sein, dann muss ich fahren. Und manchmal stehe ich dann aber auch an den schönsten Orten, gucke aber nicht raus, sondern auf den Laptop den ganzen Tag. Da kommen dann auch manche Wanderer und sagen, ja, die Jugend von heute guckt nur auf den Bildschirm. Ja, also ich arbeite einfach lieber vor einer schönen Aussicht, wo ich dann ab und zu mal hochschauen kann, anstatt dann nur eine weiße Wand zu haben. Und deshalb, also da muss man abwägen, wenn man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, man verpasst was, dann ist es vielleicht doch nichts. Aber für mich war es wirklich sehr schön. Manchmal habe ich auch so Ausraster, dann hüpfe ich gern durch die Gegend. Und das ist dann halt immer möglich. Genau, ja. Deshalb ging das in der Kombi immer sehr gut. Ja. Wichtiges Thema kam gerade jetzt im Hintergrund zum Vorschein. Lukas hat es hochgehalten. Gute Stromversorgung ist für uns natürlich elementar, weil wenn du arbeiten musst, brauchst du halt auch Strom. Wenn das am Laptop passiert, das ist ja bei vielen von uns der Fall. Sag nochmal kurz, was ist das da? Das ist eine Batterie, ne? Genau, das ist eine Lithium-Batterie, so ein Kompaktpaket. Ich hatte noch überlegt, baue ich mir jetzt komplett was ein oder will ich halt was Kompaktes, was ich auch mal mit rausnehmen kann? Ja, ich glaube, wir haben es jetzt alle gesehen. Nicht mit dem Fenster. Da hättest du durchs Bild laufen müssen. Ja, genau. Ja, genau. Also Stromversorgung letztlich sehr unterschiedlich lösen. Wir haben dazu auch nochmal einen Artikel vom lieben Stefan verfasst. 3 Teile hat er sogar. Und live auch noch dazu, ja. Genau. Wo ihr euch nochmal informieren könnt über die verschiedenen Möglichkeiten. Müssen wir jetzt nicht im Detail ausschlachten, aber wie ihr euch selbst eure Stromversorgung im Auto optimiert. Nicht unbedingt auch nur für Leute, die im Auto arbeiten, denn das ist ja für alle Camper irgendwie relevant. Aber nochmal zurück zum Thema Arbeiten. Finde ich nämlich auch spannend. Lisa ist zum Beispiel so ein Beispiel von jemandem, der seinen Job eigentlich an den Nagel gehangen hat. Lisa ist ja Lehrerin gewesen, aber in der gewissen Art und Weise das unterwegs weitermachen konnte, wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. Ne? Und machst es ja auch noch weiter mit deiner Nachhilfe. Das ist ja jetzt eigentlich ein Job, der müsste ja jetzt boomen. Du müsstest ja jetzt reich sein. Wie reich bist du? Ich bin gar nicht reich. Nee, also es ist in Ordnung. Ich habe jetzt zum Glück keine Nachteile durch diese Krise, muss ich tatsächlich sagen, genau. Also ich bin nach wie vor Lehrerin, jetzt natürlich nicht mehr im System, sondern eben selbstständig. Und meine Herausforderung ist halt immer, dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, jetzt ist das Internet mal langsam, jetzt arbeite ich heute halt mal oder lädt alles mal ein bisschen langsamer, sondern ich muss schauen, dass ich zu einer gewissen Zeit, an einem gewissen Ort, je nachdem, wo ich halt bin, gutes Internet habe, so wie jetzt zum Beispiel auch, dass das gut funktioniert mit der Kommunikation. Und ja, genau, also das klappt tatsächlich ganz gut. Ja, das ist ein super Beispiel, wie man so einen Job, der eigentlich althergebracht ist, also normal halt, jetzt online machen kann. Und das erleben wir jetzt sowieso gerade, ist ja super, super Thema, Homeschooling und das ganze Ding ist ja jetzt der Renner. Also eigentlich ist das ja jetzt ein super spannendes Thema, auch eine ganz, ganz spannende Zeit für dich auch, das nochmal irgendwie zu entdecken, oder? Was da so möglich wird auf einmal, wenn alle zu Hause sind. Findest du das nicht auch? Also ja, total. Total. Also ich bekomme es halt auch durch meine Nachhilfeschüler mit, wie das die einzelnen Schulen handhaben und wie es klappt oder ob es klappt. Und also das finde ich auch mega spannend. Wobei man darf es eigentlich nicht mit dem eigentlichen Homeschooling vergleichen, weil ja doch die Begleitumstände anders sind. Also die Kinder dürfen mancherorts überhaupt gar nicht mehr raus. Und also ja, ich finde es auf jeden Fall klasse, wie schnell dann auf einmal doch vieles digital möglich ist, aber jetzt nicht nur im Bereich Schule, sondern allgemein. ja, also Homeoffice, Homeschooling und sowas, ja. Das ist auf jeden Fall echt spannend zu sehen, ja. Upsi, Leute, hier ist gerade Instagram zu Ende gelaufen. Das muss ich jetzt mal neu starten. Das mache ich jetzt mal in kurzen 2 Sekunden, dann kommt das da rein.
geht's weiter. Jetzt geht's hier weiter. Das ist nämlich dieses Jobthema, ist ja auch gerade vorhin auch nämlich die Frage gewesen. Und jetzt haben wir es ja so ein bisschen gehört. Lukas hat gesagt, Pauline hat gesagt, Tina hat so ein bisschen gesagt, selbstständig im Designbereich. Ihr beide seid ja im Designbereich unterwegs, der eine mehr mit Hand, der andere mehr mit Computer- und Rechnerunterstützung. Und wer es jetzt halt auch total spannend macht, hat was jetzt auch gerade schon angeschnitten. Ich finde dieses Konzept halt so geil, weil das mir vorher nie so, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, einen klassischen Job auszuüben, der ortsgebunden ist. Und während man halt im Camper wohnt, und das machst du ja, du bist ja in einer Kita am Arbeiten, ne? Jetzt auch noch dadurch systemrelevant, oder? Du hast jetzt totale Vorteile, du darfst ja alles, sozusagen. Naja, alles nicht, aber... Nein, darfst du gar nicht, oder? Kita ist doch zu. Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt, oder? Nee, kann ich kurz nochmal erklären, weil es irgendwie... ganz spannend ist, also klar, es gibt vereinzelte Notdienste. Ich habe das Glück, dass ich bei mir in der Kita den Notdienst machen durfte, also beziehungsweise ich habe mich freiwillig gemeldet, war fürs Team auch okay. Notdienst heißt, es betrifft halt nur Eltern oder nur Kinder, deren Eltern in gewisse Kategorien fallen. Und um vielleicht mal ein Verhältnis zu erklären, in den Bereichen der Kita, wo ich bin, wir haben um die 75, 80 Kinder in fünf Gruppen in fünf Gruppen. Und davon habe ich 6 Kinder im Notdienst. So, das ist radikal runter. Also wirklich, da gibt es auch nicht viel Spielraum, dass man sagen könnte, okay, sie können ihr Kind doch bringen. Nein, entweder gibt es gewisse Voraussetzungen und wenn die erfüllt sind, ja, dann können die Kinder kommen. Davon sind es nur 6, sind 3 Geschwisterpärchen, die ich habe. Und somit ist es für mich momentan eigentlich ein absoluter Glücksfall, sage ich mal, für mich, neben dieser Wohnungsauflösung und dem Start in diesem Bulli, eine ganz krasse, wichtige Konstante im Alltag zu haben. Und das ist einfach die reguläre Arbeit. So würde ich jetzt, ich habe mich oft gefragt, am Anfang will ich jetzt neben dem Aufgeben der Wohnung, neben dem Bulli-Start auch noch die Arbeit aufgeben oder nebenbei im Bulli arbeiten. Das wäre mir, glaube ich, echt too much gewesen. Und ich bin total froh darum, das machen zu dürfen. Andere Kollegen sagen oder Eltern ja auch, wie schrecklich, du musst arbeiten. Nee, ich freue mich gerade, dass ich es machen darf. So, ich habe eine gewisse Struktur, fahre morgens zur Arbeit mache den Notdienst, zwar ein bisschen reduziert auch vom Umfang her, aber ich mache den Job, den ich normalerweise mache, halt weiter. So, und das wird jetzt auch noch einige Wochen so gehen. Ja, da bin ich ganz eigentlich total dankbar für, dass ich das machen darf. Es hilft mir enorm gerade, diesen Start mit Handbremse hinzukriegen. Ja. Vor allen Dingen bist du wahrscheinlich auch ganz froh, dass du jetzt statt 20.000 Kindern 6 nur am Start hast, oder? Hat auch was. Der Lärmpegel ist ein anderer. Ja. Da werde ich von manchen Kollegen beneidet, dass der Lärmpegel mal ein bisschen ruhiger ist, aber ja, ist jetzt. Ich bin froh drum und es ist spannend. Und viele andere Sachen, der Alltag wird ein bisschen freier gestaltet. Auch da mit einem Kollegen noch, den ich habe, wir machen das zu zweit und lassen viel mehr Freiräume zu, die, glaube ich, so im Alltag mit der vollen Truppe nicht möglich sind. Und da ist einfach auch eine coole Freiheit, gerade das haben zu dürfen, ja. Also dieses Konzept von, ich nenne es mal so, es ist so ein bisschen wie Citycampen. Du bist halt an deiner Stadt oder in der Peripherie deiner Stadt, weil du dort deinen festen Wohnsitz hast, deine feste Arbeit hast und fährst dann immer zu deiner festen Arbeit oder bist bei deiner festen Arbeit. Wer das auch macht, ist Wendelbar, Chris von Wendelbar. Der arbeitet im Fitnessbereich oder so, hat seine ganz normale Arbeitsstelle und ist trotzdem Vollzeit im Auto unterwegs. Und dann eben jetzt nicht so krass nomadisch in alle Himmelsrichtungen, sondern nomadisch halt im Sinne von, dass die Wohnung halt immer irgendwo mit. Hier kommt die Frage von Peter. Wie macht ihr das mit Feuchtigkeit, wenn ihr im Auto schlaft? Ja. Auch eine Frage, die wichtig ist. Wie habt ihr es gelöst? Also die meisten von uns haben es wahrscheinlich ähnlich gelöst. Soll ich? Weil ich glaube, der Rest ist gedacht. Ne? Ja. Also ich habe zwar das nochmal zur Info, ich habe das Dachzelt zwar drauf, es ist halt ein Klappzelt, das ist für mich halt nur wirklich in Freizeit für Wochenenden oder Urlaube. Ich werde im Alltag, klappe ich das Ding nicht auf, das ist mir erstens zu kompliziert und klar, was Rebecca von noch meinte, auch so ein Sicherheitsding, wenn ich weiß, ich muss wirklich schnell weg, habe ich keinen Bock, 15 Minuten auf dem Dach rumzuklettern, um das Zelt einzuklappen. So, und der Bulli ist für mich zu Hause, deswegen auch die Frage mit dem Wind vorhin, ja, ich mache die Schiebetür zu, Punkt. Dann hat sie das Problem. Genau. Auch gut, genau. Was war jetzt die Frage? Ich bin abgeschweift. Feuchtigkeit, feuchtiger Bulli, genau.
da war was. Ja, ich habe, bevor ich den Camper, mein Buddy ausgebaut habe, war halt normaler T4, wie man ihn von Werk aus kennt. Und der Vorbesitzer hatte halt eine Standheizung angebaut. Die aber die große, also ist, glaube ich, immer zwei verschiedene. Ich habe eine, ich sage mal keine Marke, aber mit E vorne, mit einer großen Leistung. Und die ist, glaube ich, ein wenig überdimensioniert für das Volumen des Bullis. Also nach 10 Minuten reiße ich hier die Türen auf. Also irgendwann muss ich da mal eine kleine einbauen. Aber ja, Standheizung, lüften und morgens eh alles einmal durchlüften. Und dann ist das für mich eigentlich ganz super. Und nachts habe ich die eh nicht an. Ich lasse die zum Einschlafen mal kurz an und morgens die erste halbe Stunde und dann ist super. Okay. Also Thema Standheizung ist sehr gut gegen Feuchtigkeit. Lisa, wie ist es bei dir? Wenn man eher in kälteren Gefilden dann Probleme mit Feuchtigkeit, dann sind halt mal vorne die Scheiben nass oder so. Also ich hatte auch mal im deutschen Winter so, dass ich irgendwo stand und dann bin ich losgefahren und dann kam vorne beim Licht oben irgendwie das Wasser runter. Also ich ging davon aus, dass irgendwo, ich habe ja einen Kastenwagen, dass da am Metall irgendwas kondensiert ist an der gesamten Decke oder was. Und als ich dann eben bergunter gefahren bin, dass dann irgendwie gelaufen kam. Aber ja, gut. Also ich muss sagen, seit ich jetzt keinen Alkofen mehr habe und jetzt den Kastenwagen hier, mache ich mir auch weniger Sorgen, weil das sind keine Holzwände, die irgendwie gammeln können. Und ja, mein Gott, dann ist halt mal irgendwo Wasser. Aber das ist nicht an Stellen, wo das irgendwie problematisch werden könnte, glaube ich. Also meiner ist halt ab Werk. Ich habe den nicht selber ausgebaut, ich habe den nicht gedämmt. Der ist auch kaum gedämmt. Und ja, es ist halt so, wie es ist. Wer von euch noch das Heizung im Dachzelt? Hat jemand Heizung im Dachzelt? Ja, ich. Okay, da geht die Feuchtigkeit auch mit raus, ne? Da geht die Feuchtigkeit auch mit raus. Mit einer Standheizung. Ja, genau. Also Rohr hochlegen, also für die, die es jetzt nicht wissen, unten hast du die Standheizung in der Box oder irgendwo eingebaut und dann legst du ein Rohr hoch und dann hast du das Dachzelt warm. Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Genau, ich kann halt mit so einem Schalter einstellen, will ich, dass die Luft ins Auto geht oder oben ins Dachzelt. Ich habe halt, so wie du, Thilo, unten auch einen Schlafbereich für Notfälle sozusagen. Deshalb, also ich kann beides damit trocken machen, aber hier in Portugal, gut, die letzte Woche hat es viel geregnet, aber meistens reicht dann auch das Zelt tagsüber in der Sonne aufzumachen und dann die Autotüren und dann geht es eigentlich auch ganz gut. Also ich habe die Standheizung eigentlich seit dem Wintercamp nicht mehr benutzt. War nicht nötig. Krass. Cool, ich glaube, du bist in Portugal. Ja, es ist richtig. Immer halt der Wetterkarte hinterher halt, das hilft auch. Ja. Wir haben ja noch eine Frage, die ist schon vorher mal eingetrudelt gewesen. Das können wir auch vielleicht noch ganz kurz besprechen. Wer möchte, kann sie beantworten. Wie macht ihr das mit der Hygiene? Abo bei McFit? Super Idee, tatsächlich. Wer von euch macht das, hat ein Abo und geht dort regelmäßig duschen? Wäre jetzt auch gerade blöd. Hat keiner? Okay. Also dazu kann ich nur sagen, ich habe jetzt seit 7 Tagen nicht mehr geduscht. Wie hältst du es da aus, Lukas? Mit dem Ball aus. Genau, also ich hatte mir relativ am Anfang meines Dachzelt-Nomaden-Daseins mal den Artikel von Thilo durchgelesen, mit diesen, ich weiß gar nicht, wie viele, 500 Wege, sich sauber zu halten oder so, oder zu duschen. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall sehr viele. Und da ist mir eben bewusst geworden, dass es vielleicht auch gar nicht nötig ist, jeden Tag zu duschen und dass man sich auch einfach anständig waschen kann. Und ich habe jetzt auch hier so Flechtfrisuren und so mir beigebracht. Da sieht sogar ab Tag 7 ist gar nicht so krass fettig aus. Und genau, also das ist so mein Ansatz, gar nicht, wo finde ich die nächste Dusche jeden Tag, sondern wie kann ich das Duschen reduzieren. Ich rieche auch nichts. Ja, hier kommt gerade ein Kommentar rein. Geil. 7 Tage nicht duschen, so kann man auch das dann schaffen. Ich weiß nicht, wer geschrieben hat. Vielen Dank für deinen Kommentar. Aber tatsächlich ist es so, Leute, probiert es mal aus. Ihr müsst da nicht, ihr könnt es natürlich an einem Gegenüber testen, aber wenn man Katzenwäsche macht, ist das auch relativ gut. Und meine Tante hat früher mal gesagt, die
hat den Krieg noch miterlebt. Jetzt dafür haben wir auch nichts gehabt. Wir haben auch keine Duschen gehabt. Wir haben allerhöchstens mal Badewanne gehabt am Wochenende. Ansonsten gab es den Waschlappen und fertig war es. Und keiner hat sich da großartig beschwert. Ne? Also das sind auch Möglichkeiten. Hier ist noch eine Frage, die kam vorhin rein. Lisa, wie versorgst du dich denn mit Lebensmitteln? Jetzt aktuell oder grundsätzlich? Ja, also Supermärkte haben offen. Hier ist jetzt seit kurzem Mundschutz angesagt, also Pflicht auch in Supermärkten und auf Basaren. Auf Basare gehe ich allerdings nicht mehr, das sind mir zu viele Menschen. Ja, also Supermarkt, wenn es sein muss, wenn ich da mal wirklich was brauche. Ansonsten gibt es hier glücklicherweise mittlerweile ja hier und da einfach am Straßenrand mal einen Stand. Das sind auch nicht viele Menschen. Und da kaufe ich dann hauptsächlich frisches Obst und Gemüse und damit komme ich ganz gut klar. Cool. Ja. Freistehen. Gab es Probleme, wo am besten Ver- und Entsorgung von Abwasser und Müll? Freistehen haben wir, glaube ich, vorhin schon mal ein bisschen gesprochen. Also es gibt weniger Probleme beim Freistehen, als man das immer glaubt. Ich kürze es mal eben kurz ab. Seid freundlich, nett und zuvorkommend, geht hin zu den Leuten und quatscht mit denen, wenn ihr irgendwo Spaziergänger seht oder wenn ihr wisst, das ist irgendwie an einem Areal, wo sich jemand aufregen könnte, einfach freundlich und zuvorkommend sein. Dann löst sich das meiste von selbst auf und ihr bekommt sogar manchmal eine Einladung oder dürft dann da stehen bleiben, müsst euch erzählen, eure Einladung, Kaffeeeinladung alles schon gehabt. Aber das Thema mit Ver- und Entsorgung, beziehungsweise mit Abwasser und Müll. Wie macht ihr das? Wer hat dazu was zu berichten? Ja, Basti. Also ich merke schon jetzt nach 6 Tagen den drastischen Runtergang von Müll bei mir. Hm. Das finde ich mega spannend jetzt schon mal an generell, was ich verbrauche und was davon wegkommt. Das ist seit 3-4 Tagen ist es eine kleine Papiertüte und das ist nicht viel. Und Wasserverbrauch, ich habe zwar eine Küche eingebaut, aber Abwasser hält sich einfach in Grenzen, weil ich einfach, wenn nur irgendwie mehr Kaffee koche oder Espresso und ich habe Stellen, wo ich weiß, dass ich auftanken kann. Also ich habe eigentlich kaum Abwasser. Ja. Also und wenn halt Bio, also ich... Wenn halt nur generell mal Spülmittel, wo ich, also ich habe auch nur biologisch abbaubare Spülmittel, das nutze ich halt wenig. Ich wasche auch einfach meine Sachen einfach mal, ganz stumpf gesagt, in einem See oder also mit Seewasser und einfach Sand aus. So, es muss nicht immer irgendwas sein, was man da reintut. Ja. Habt ihr das mit dem Abwasser auch dort die Erfahrung gemacht? Ich hatte vom Dirk von der Tischlerkiste ja am Festival so einen Einbau bekommen, wo ein Abwassertank und ein Frischwassertank war. Und den Abwassertank habe ich irgendwie so gut wie nie benutzt, weil einfach kein Abwasser einfällt, außer vielleicht aus dem bisschen minimal Abwasch. Aber meistens ist es irgendwie mit der Zähneputz oder was, ist einfach irgendwie kaum Abwasser am Start bei mir. Wie habt ihr das gelöst? Also ich habe dann den Dingsens entsorgt, den zweiten Behälter, der ist bei mir gar nicht mehr da, der ist auch Frischwassertank jetzt und der Rest kommt einfach, der wird einfach so entsorgt und ist mit dem richtigen Spülmittel halt auch, darf man das ja auch machen, also mit biologisch abbaubarem. Wie macht, habt ihr es gemacht, habt ihr da Erfahrung? Wer auch immer, wer sagt, boah, ich habe da was zu erzählen, weil ich habe voll die Erfahrung gemacht. Nee, wir haben auch ohne Chemikalien einfach immer gleich abgespült, also ne, die Schale ausgespült, so wirklich minimal. Ja, ich glaube, wir sind mit 15 Liter Wasser 2 Wochen oder sowas, also jetzt nur spülen, Kaffee kochen oder so hingekommen, also es ist echt erstaunlich. Körperhygiene war da im Meer, also schon echt einfach nur ins Meer baden gegangen. Ja. Oder mal auf dem Campingplatz, aber... Ja, und Hygiene, wollte ich gerade noch sagen, Pauline hat den Artikel angesprochen, geht auf dachzeitnomaden.com, duschen unterwegs heißt der Artikel, 36 Möglichkeiten, wo ihr unterwegs duschen könnt, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wo man überall duschen kann. Für mich ist mein Favorit die Raststätte, Autobahnraststätte, jetzt leider nicht mehr so richtig nutzbar, weil nicht unterwegs, aber das wäre mein Favorit. Du gehst auch gerne in den See. Ja, ich gehe auch gerne in den See, das stimmt. Auch im Winter. Hier hatten wir auch noch mal eine Frage. Andrea fragt, schon wollte mal wissen, was ihr macht, wenn ihr krank werdet. Kopfweh, Halsweh, Schnupfen, Gliederschmerzen, volles Programm halt. Leute, erzählt. Wart ihr schon mal krank? Und wenn ja, wie habt ihr es gelöst? Also, ich hatte einmal... Ja? Nee, weil Tina den Kopf geschüttelt hat. Nö, nicht krank. Ja, erzähl. Ja, ich hatte, also generell merke ich so wirklich krank
werde ich gar nicht mehr. Also bin ich im letzten Jahr nicht geworden. Meistens ist es so, nach 3 Tagen denke ich, oh, ich war ziemlich schlapp die letzten Tage. Könnte eine Grippe gewesen sein. Aber jetzt Anfang des Jahres hatte ich mal einen Ansatz von Grippe und auch ein bisschen Erkältung. Und dann war ich gerade mit Lukas unterwegs und der hat mir dann immer Tee und Schnittchen ans Bett gebracht. Also dann komplett im Dachzelt ausgestanden. Da war ich 2 Tage einfach, dass ich viel geschlafen habe und einfach mich nicht so viel bewegt habe. Das war dann das Kranksein. Genau. Ja, war ich dann gar nicht mehr krank. Also jetzt seit 1,5 Jahren, ich werde mal kurz schlapp, ja, aber sonst nichts mehr. Wie auf dem Festival. Wenn du zu viel arbeitest, meinst du, die Hände schlapp werden. Lisa, warst du schon mal krank? Länger Zeit? Ja, ich muss gerade auch tatsächlich überlegen. Also bei mir ist es auch so, dass ich gar nicht mehr so oft krank bin, aber einmal war es tatsächlich so, nur da war ich noch mit meinem Kastenwagen in Deutschland und auch gerade an der Homebase und habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt jede Nacht hier ordentlich einheiz, damit ich schön warm habe, weil das war irgendwie echt wichtig, gehe ich halt einfach ins Haus und da fand ich es halt einfach angenehm, dass es nachts ein bisschen wärmer war und ich glaube, das hat mir auch gut getan. Aber ansonsten habe ich eigentlich gerade jetzt hier auch halt auch gar keine andere Möglichkeit. Also dann bin ich halt im Kastenwagen und dann ist es so. Aber war zum Glück schon lange nicht mehr und bleibt hoffentlich so. Cool. Tina und Tobi, ihr seid nicht krank, habt ihr gerade den Kopf geschüttelt? Ihr wart auch nicht krank in dem halben Jahr? Wir haben gerade überlegt, wann wir zuletzt wirklich mal krank waren. Also generell sind wir schon immer gern draußen, haben ein relativ gutes Immunsystem. Also das letzte Mal richtig krank, also wo es einem richtig schlecht ging, das war eigentlich in Australien, da haben wir auch im Auto gelebt, aber da sind wir dann einfach in die Wärme gefahren und genau. Dann hat sich das auch wieder also gegessen. Da waren nachts auch Minustemperaturen und dann sind wir dann einfach von Alice Springs 2000 Meilen nach Darwin gefahren, dann war wieder Tropen und dann war wieder alles gut. Ging es gleich viel besser? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe das, was Lisa da sagt, habe ich das ein ähnliches Gefühl. Also ich brauche auch, wenn ich krank bin, bei mir kommt einmal im Jahr vor, irgendwie Erkältung Anfang des Jahres, so jetzt ist die richtige Zeit dafür eigentlich normalerweise bei mir, dann bringe ich gerne in einen warmen Raum, also in einen gleichmäßig temperierten Raum und das kriege ich in meinem Auto nicht gut hin. Deswegen dann in dem Fall hole ich mir ein Hotel. Also dann bin ich halt mal in einer Pension oder in einem Hotel für 1 oder 2 Wochen und dann ist das Ding wieder ausgestanden und weiter geht's. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar mal Fragen hier. Da ist noch eine Sache, ein Hinweis, da fester Arbeitsplatz hat man wieder den Vorteil, da kann man auf der Arbeit duschen. Das hast du jetzt natürlich, Basti, ne? Super cool. Also da hast du es mit der Dusche natürlich jetzt einfacher als wir, oder? Habt ihr keine Dusche da? Doch, ne? Doch schon. Theoretisch kann ich auch am Bulli duschen. Ich habe mir das eingebaut, was möglich wäre, ist... Halt, wäre hart jetzt momentan bei manchen Temperaturen, aber ach, was soll's, ne? Möglich ist vieles. Ja, die Option, unter den hygienischen Bedingungen habe ich keine Sorgen um mich und ich habe allen gesagt, dann sollen sie Bescheid sagen, wenn irgendwas sein sollte. Und alles gut. Es war aber ganz spannend, als ich meinem Umfeld halt da von diesem Schritt berichtet habe, es war wirklich, ich habe es fast befürchtet, die erste Frage war immer die Dusche. Und Toilette. Das hat alle am meisten befasst. So. Das war das Wichtigste an dem Ganzen. Ja, die Dusche und Toilette. Das ist tatsächlich auch das Kontaktding, Leute. Also wenn ihr irgendwann mal ins Auto ziehen solltet und Basti, dir ist ja eine große, weite Welt noch bevor. Also man bekommt so viele Duschen angeboten von lieben Menschen. Ich habe das wahrscheinlich alle schon irgendwie erlebt, dass Leute schreiben, hey, wenn du vorbeikommen möchtest, hier ist Dusche und Bett brauche ich nicht, aber Dusche nehme ich. Oder fremde Leute, ja. Und man kann unglaublich viele Leute kennenlernen, wenn man einfach nur sich auf die Dusche verlässt und einfach mal häufiger duscht, dann kann man wirklich viele Leute kennenlernen. Das ist wirklich echt krass. Also Pauline, wenn du... Nein, ich bin voll bei dir. Ja, was wolltest du sagen? Und wenn du Leute kennenlernen musst, dann weißt du Bescheid, gell? Gerade in Corona-Zeiten glaube ich, dass ich sehr oft zum Duschen eingeladen werde. Das hört sich nach einer Strategie an. Oder auch nicht. Ja. Aber es ist auch einfach so, wenn man draußen wohnt, muss man auch einfach nicht so oft duschen. Also ich bin voll bei dir da. Ich dusche auch
bei weitem nicht jeden Tag, also vielleicht alle 3 oder 4 Tage. Es ist lustig, sogar jetzt, wo wir jetzt einen Bungalow haben und theoretisch die Möglichkeit hätten, den ganzen Tag zu duschen, von morgens bis abends, mache ich das irgendwie doch nur jeden 4., 3. Tag irgendwie. Ja. Ich habe gar keinen Bock, jeden Tag zu duschen. Gar nicht das, auch nicht das Gefühl, ich müsste das tun. Das Gefühl ist weg. Es kommt dann nur, wenn man, wie immer, sich irgendwie dann irgendwann unwohl fühlt und dann macht man es. Aber nicht, weil es Gewohnheit ist. Es ist einfach, das macht man einfach dann schnell. Wie läuft es bei euch mit der Toilette, wo wir gerade nochmal dabei sind? Chemietoilette im Auto, Spaten, gibt es Situationen, wo es keine Möglichkeit für eine Toilette gibt? Habt ihr jemals schon irgendwo keine Toilette gefunden, Leute? Also, jetzt fällt mir noch eine Sache ein zu der Frage, die eben auch kam. Was ist am nervigsten im Dachzeltleben? Kacken im Regen. Macht keinen Spaß. Also, ich habe einen Spaten im Auto und das ist eine Sache, also ich habe dann keine Wahl, aber es macht keinen Spaß. Einfach eine Herausforderung. Also komm, das ist doch, ich sag mir immer, boah, jetzt erst recht. Jetzt gleich nackt raus, oder? Ja, also ich lache mich dann auch immer selber aus, ne? Man nimmt es mit Humor. Und es gibt aber nicht. Aber damit hast du ja auch schon die Frage beantwortet, es gibt eigentlich immer eine Möglichkeit, sein Geschäft zu verrichten. Wenn man in der Natur ist, gibt es nichts Natürlicheres, als das auch da zu hinterlassen. Vielleicht achtet ihr auf 2 Sachen. Die A-Note, nee, was ist das? B-Note, gibt es A-Note und B-Note, ne? Ist doch egal. Beim Sport war das doch. Beim Eiskunstlaufen hat man doch die A-Note. Bestimmt. Ja, auf jeden Fall Papier mitnehmen, nicht liegen lassen, ja. Auch nicht verbuddeln, weil das ist irgendwie, bis das sich zersetzt hat, dauert es einfach ewig. Und wenn ihr ganz geil sein wollt, wenn ihr es Deluxe machen wollt, dann verbuddelt ihr tatsächlich eure Hinterlassenschaften. Ansonsten gibt es da, glaube ich, keine großen Probleme. Also man sollte noch beachten, wenn man Drogen, Alkohol oder Medikamente nimmt, dann sollte man überlegen, ob man in der Natur geht oder nicht. Dazu zählt auch schon die Antibabypille übrigens. Aber, also auch was Urin angeht. Aber ja, ansonsten sind das die wichtigsten Dinge, die man da beachten sollte. Und natürlich nicht irgendwo auf dem Weg kacken, ja. Also sollte man schon ein bisschen weiter in die Natur reingehen. Was denn? Also hier lachen sich, glaube ich, ganz schön viele Leute hier gerade kaputt, jedenfalls in den Kommentaren bei Instagram nachzuurteilen. Ein spannendes Thema, das Thema mit dem K. Pauline macht dir nichts draus, sagt Lavin Pena, weil du 7 Tage nicht geduscht hast. Ich als Kind wurde gebadet im Wasser, wo alle in der Familie vor mir drin waren. Vater vom Bau gekommen zuerst, dann die Mutter, dann die beiden Geschwister, dann die erst. Glaube mir, das Wasser sah lecker aus. Ja, Mama und Papa, die haben das auch genauso gemacht früher, von daher. Da kam auch nochmal so die Inspiration her, die haben es ja auch überlebt. Corona gab es auch nicht, also ja. Also es ist tatsächlich, Leute, man muss sich einfach nochmal zurückversetzen oder in andere Situationen reinversetzen, in Leute, die einfach ärmlicher leben, in Slums leben, die haben es auch nicht so geil wie wir, und also bei weitem nicht, und die überleben auch. Natürlich ist da vielleicht auch mal die Verbreitung von Krankheiten größer, aber es muss ja nicht so krass sein. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Eine spannende Frage hier noch von Thomas Hartwig. Wie hat euer Umfeld auf die Umstellung reagiert? Hau mal raus, die geilste Geschichte. Lukas lacht. Ja, und zwar, es gibt ja 2 Elternteile. So, und der Vater bei uns ist halt Beamter, der ist hier auf Sicherheit geeicht. So, und unsere Mutter, die, oh geil, huhuhuhu. Ich möchte auch eins haben. Ja, sie will auch eins haben und so. Und ich bin vor 1,5 Jahren ins Dachzelt komplett gezogen und er hat immer wieder angerufen und hat gesagt, hier, ich war in Frankreich, in Holland, hier um die Ecke ist eine Wohnung frei geworden, willst du nicht mal wieder hier, ist auch günstig und so. Und erst als Pauline dann ins Dachzelt gezogen ist, da hat er dann mal langsam, okay. Also da bin ich erst ins Auto gezogen und dann auf einmal, wie lange hat das gedauert, so 8 Monate. Und dann hatte ich mir endlich das Geld erspart fürs Dachzelt und habe ihm dann gesagt, ich ziehe jetzt ins Dachzelt. Und er meinte, nein, aber das kann man doch gar nicht abschließen. Also er hatte dann gerade akzeptiert, dass ich im Auto lebe und dann schaffe ich mir ein Dachzelt an. Also das war bei ihm eher so das Ding und bei Lukas war das mit dem Arbeiten, dass er da die Probleme gesehen hat. Genau. War das bei der anderen? Lisa?
Ja, also so vom engeren Umfeld eigentlich war es erstmal kein Ding. Vor allem, ich habe es ja eher langsam gemacht. Also ich hatte ja auch anfangs noch einen ortsfesten Job und bin erstmal ins Wohnmobil gezogen. Gut, das hat in der Türkei angefangen, aber das Problem war eher vorher so von wegen, wie willst du wissen, die Türkei? Also da war eigentlich schon für mich oder für mein Umfeld, glaube ich, die größte Hürde. Und was ich aber dann ganz lustig fand, ich war dann hier in der Türkei, habe ein Jahr im Wohnmobil gelebt und das Schuljahr ging zu Ende und ich wollte ja dann auch wieder zurück nach Deutschland. Und dann meinte eine Kollegin zu mir, die auch ja, alleinstehend ist, meint so, ja, Lisa, kann ich schon verstehen, dass du zurück nach Deutschland gehst. Es ist ja auch nichts auf Dauer. Ich so, ja, wie, du bist doch auch hier in der Türkei auf Dauer für längere Zeit und alleine. Und sie so, ja, nee, ich meine das Leben im Wohnmobil. Und ich so, ja, das mache ich natürlich weiter, wenn ich in Deutschland bin. Ja, aber sonst war das alles ganz entspannt, ja. Das meiste war wirklich, also echt der Schritt, ja, an der Schule in der Türkei zu arbeiten, was ich ursprünglich nur ein halbes Jahr vorhatte und dann eben das zweite, das mit dem Beamtentum, dass ich das hinter mir gelassen habe, aber das mit dem Leben im Wohnmobil, weiß nicht, da hat mich mein Umfeld wohl schon so weit gekannt, dass das jetzt nicht so krass ankam. Also hast du einen größeren Gegenwind gespürt oder Reaktion gespürt, als du gesagt hast, ich gebe jetzt meinen Beamtenjob auf, als der Fakt, dass du ins Wohnmobil gezogen bist? Ja, definitiv. Also, ja. Tina, Tobi, wie war das bei euch mit dem Umfeld? Die sind jetzt alle wieder zufrieden, weil jetzt habt ihr ja wieder ein Haus. Ja. Also gab jetzt nicht wirklich akuten Gegenwind irgendwie, oder? Nee. Die haben nur gemeint, wie ins Auto mit Dachzelt, warum kein Wohnmobil? Ja. Das war so die größte Frage, oder? Ja. Ja. Nee, war jetzt. So, die uns kennen, die haben ja, macht mal und. Wissen, dass wir unkonventionelle Wege gehen ab und zu, von daher. War das jetzt eine große Überraschung? War nur die Frage, was macht ihr im Winter? Und da wollten wir ja eigentlich auch im Süden sein. Ja. Ja. Und Basti, wie ist bei dir jetzt noch ganz frisch? Gibt es da Leute, die sagen, du hast ja nicht mehr alle? Ich glaube, aufgrund der ganzen Sache, dass das mit meinem Buddy irgendwie auch schon länger geht, ich irgendwie auch schon den halt irgendwie schon etwas länger ausbaue und alle, glaube ich, auch wissen, mitbekommen, wie viel ich damit unterwegs bin oder eigentlich jetzt fast ich war im Sommer vier Wochen in Norwegen und Schweden und seitdem halt irgendwie jedes Wochenende gefühlt unterwegs bis November, Dezember, hat es, glaube ich, die wenigsten überrascht, dass ich das noch ausweite mit dem Bulli. Auch, es war oft einfach so dann nochmal so, teilweise einfach Fragen beantworten oder teilweise ein paar Ängste nehmen. Für mich ist es gefühlt jetzt mittlerweile ein logischer Schritt gewesen, so auch durch die beiden Festivals. Ich war beim Dachzelt-Festival halt 18 das erste Mal dabei und halt jetzt 19. Und einige andere Treffen, die für mich so auf diesem Weg ziemlich inspirierend waren. Für mich war es ein logischer Schritt und keine riesige Entscheidung, auch wenn die Entscheidung für Außenstehende, glaube ich, krass sein mag. War es einfach, da ging es für mich da oft darum, einfach nochmal so, ja, nicht zu besänftigen, einfach zu erklären. Im Guten eigentlich. Und viele haben gefragt, ja, wie hat denn deine Mutter reagiert? Und die meinte, ja, habe ich mir gedacht, ist ganz geil. Die war eigentlich vorbereitet. Aber, Die Andrea hat vorhin auch noch gefragt, wie das denn die Kids finden mit dem Kindergarten, dass du jetzt in einem Bulli lebst. Wen das interessiert, der kann mal auf meiner Instagram-Seite mal ein bisschen zurückscrollen. Ich weiß nicht genau, irgendwann Juni, Mai 2019 gibt es einen Post, wo ich mal, als das Dachzelt neu war, mit dem Bulli das Dachzelt auf der Wiese aufbaue und halt die komplette Gruppe halt anonymisiert drumherum sitzt. Und damals habe ich das einfach mal allen gezeigt, weil ich immer davon erzähle, ich mache ganz viel mit dem Bulli und fahre weg. Und dann waren halt irgendwie alle mal im Dachzelt drin und die ganze Gruppe, 17 Mann, gleichzeitig im Bus. Und da ging es halt los, dass alle so dann irgendwie auch immer das irgendwie immer gefragt haben. Und ich habe das mit denen einfach immer kommuniziert im Morgenkreis und immer erzählt, was ich mache. Und es ging dann teilweise auch über die Kids und ich weiß auch an manche Eltern, die mich teilweise auch dann auf den Online-Seiten verfolgen. Und das ist irgendwie ein schöner Austausch auch zwischendurch. Und nur noch als Anekdote, das kann ich gerade erzählen, weil das war echt ein Highlight. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Irgendwann im Oktober, November hatten wir einen Morgenkreis und montags ist halt, wie man es halt so kennt, man berichtet vom Wochenende ein bisschen. Und wir gehen dann immer reihum.
ich habe dann angefangen, habe das Kind nach mir anfangen lassen und ich war dann halt der Letzte in der Runde. Und kurz bevor ich dran war, hör ich links von mir zwei Mädchen tuscheln. Meinst du, Basti war am Wochenende wieder mit dem Bulli unterwegs? Das war, wo ich dachte, ja, okay, Bildungsauftrag, check. So. Einfach ein Verständnis dafür oder so ein bisschen wie den Kindern noch was anderes mitzugeben. Also nicht wertend gegenüber das, was sie zu Hause haben, aber was Neues kennenlernen müssen. Ja. Mir fällt auch auf, dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch festgestellt habt, dass Kinder das krasseste, größte Verständnis für diese ganze Sache haben. Für die ist das völlig klar, dass man sowas machen kann. Und es ist auch gar nicht, diese ganzen Standardfragen, die tauchen da auch gar nicht auf bei denen. Also ich tauche natürlich auch Fragen auf. Aber zum Beispiel das Thema Größe und so ist für die gar nicht relevant. Für die ist es natürlich auch anders wahrgenommen. Ne? Also Auto ist ja für die ein Riesending. Aber die, für die ist das total okay. Die stellen dann, also fragen, aha, interessant, gut. Und dann ist das akzeptiert. Da ist gar kein, da ist diese Barriere noch gar nicht das so drin. Das kannst du doch nicht machen. Ja, es ist, sowas willst du nicht mal wieder was Normales tun? Ja. Die werten das nicht. Für die ist es aufregend. Also allein für die meisten war der Fakt, dass ich einen Wasserhahn oder ein Spülbecken im Auto habe. So, das war für viele das Highlight. Total. Ja, stimmt, Küche. Das ist das Highlight. Alles ist mit Küche zu tun. Also was man so im normalen Auto nicht findet. Genau. Von Katrin Lux kam noch eine Frage, die würde ich, glaube ich, mal an Tina und Tobi weiterreichen. Wie ist das denn für euch gerade, nicht zu reisen, beziehungsweise wie ist das gerade an einem Ort zu sein, auch emotional gesehen? Aber vielleicht ist es doch beides interessant, einmal von euch zu hören und von den anderen, weil wir sind ja jetzt sozusagen ein bisschen gezwungen und ihr habt euch ja dafür entschieden. Wie ist es denn für euch jetzt? Habt ihr wieder so Hummel im Arsch und müsst wieder weiter oder ist es jetzt gerade so cool? Ja, ich glaube, das war in der letzten Zeit auch wetterbedingt nicht so das Thema, aber jetzt, wo es wieder ja, schöner wird, die Sonne scheint und so, dann würde man schon gerne mal wieder los. Ja. Ja, aber wir haben jetzt tatsächlich das Glück, dass wir so viel Platz haben, dass wir uns nicht eingeengt fühlen, tatsächlich. Also das ist jetzt für uns persönlich wieder so gut, wie alles gekommen ist in der jetzigen Situation. Weil wir sind hier auch auf dem Dorf und alles sehr weitläufig und viel Natur um uns rum, direkt am Wald, sodass wir jetzt nicht in Regensburg, wäre das was anderes gewesen in der letzten Wohnung, wenn wir da in der Wohnung hätten bleiben müssen, wäre das nochmal ein ganz anderes Thema gewesen. Ja. Aber so hat sich jetzt eigentlich, also jetzt Corona-mäßig nichts verändert, aber jetzt so mit dem schönen Wetter, dann ja, wäre es schon wieder cool, mal wieder ins Auto und raus. Ja, das war. Und, ja, sagt Lukas. Das war tatsächlich die Denke. Wir haben uns wirklich ganz klar überlegt, wenn wir jetzt nach Deutschland wieder zurückkommen, wir müssten im urbanen Raum stehen. So, Pauline ist noch in Deutschland gemeldet, ich nicht. Aber ich muss ja auch irgendwo stehen. So, das heißt, wir wären gebunden gewesen. Es ist kalt, ich habe noch keine Standheizung und deshalb haben wir uns wirklich geguckt, dass wir sind hier voll in der Walachei, hier kommt am Tag ein, zwei Autos vorbei, um vernünftiges Internet zu haben. Wir sind jetzt eine Viertelstunde gefahren, um am Sendemasten zu stehen, damit wir hier mit euch vernünftig kommunizieren können, oder aber in der Frühe müssen wir immer auf den Berg rennen, weil oben steht die Antenne. So, erstmal hier 5 bis 10 Minuten jeden Morgen rauf. So, und dann alles erledigen, was irgendwie ansteht. So, und an der Stelle nochmal beruflich gesehen, mache ich da halt wirklich dann mein Fitnessstudio online. Ich habe morgens und abends dann meine Kurse laufen oder halt mein Online-Personal-Training, was ich so weiterhin auch ausführen kann. Und ja, und da haben wir einfach die Bewegungsfreiheit, wir können in die Wälder gehen, hier kontrolliert keiner, aber wir haben auch keinen Kontakt. Es geht darum, dass das Gelände einfach sehr groß ist, wie bei Tina und Tobi. Wir können uns einfach frei innerhalb von dem Gelände von den Eigentümern bewegen. Ja. Da ist es einfach ganz anders als im urbanen Raum. Also dieser Hügel gehört auch zum Anwesen dazu, deswegen auch die Antenne da. Und genau, das ist einfach ein ganz großer Vorteil. Mhm. Cool. Lisa, fühlst du dich eingesperrt? Nee, zum Glück noch nicht. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin eigentlich hauptsächlich oder nur jetzt in die Türkei geflogen. Also mein Fahrzeug hatte ich in Griechenland stehen.
um jetzt die Tour für meine geführte Wohnmobilreise für September abzufahren. Und da musste ich mich jetzt tatsächlich erstmal umstellen und klarkommen, okay, ich mache das jetzt nicht. Und bin jetzt erstmal hier in der Ecke Izmir. Und ja, das war für mich jetzt erstmal ja schon eine Umstellung. Aber im Endeffekt auch okay. Also wie gesagt, ich habe, egal mit wem ich spreche, ich habe es jetzt, glaube ich, echt noch relativ gut getroffen, weil ich hier halt noch mich frei bewegen kann, soweit möglich meistens. Und insofern, ja, ist es dann jetzt aktuell für mich auch okay so. Und ich entdecke halt auch so meine zweite Heimat, sage ich mal, neu. Ich habe ja zwar 1,5 Jahre hier in Izmir gelebt, aber ich kenne halt auch nicht alles. Und letztens habe ich dann auch einen neuen Stellplatz entdeckt, wo ich mir gedacht habe, cool, warum hast du den vorher noch nicht entdeckt? Also da kann man dann auch einfach mal die eigene Heimat so ein bisschen oder hier die Region ein bisschen näher kennenlernen oder anders kennenlernen, neu entdecken. Basti, übrigens die Frage bei dir, weil das jetzt alles gerade noch frisch ist, eingesperrt? Ich fühle mich nicht eingesperrt gerade. Also ich allein dadurch, dass ich einfach zur Arbeit fahre und mich da in meinem Alltag einfach was die Arbeit angeht, frei bewegen kann. So. Alles andere habe ich am Anfang erklärt, ne? Ist gerade noch in der Klärung so, aber ich hocke jetzt nicht in einer Wohnung und muss da bleiben, sondern ich fahre zur Arbeit und das ist für mich gerade irgendwie das größte Glück, was ich gerade haben kann, weil es mir einfach hilft, diesen Schritt gerade zu gehen. Ja. Rebecca, fühlst du dich eingesperrt? Ja, also ich habe gerade darüber nachgedacht, ich denke, es ist eine Frage der Perspektive. Also wenn man sich jetzt einfach mal damit ins Reine kommt, dass man halt jetzt mal x Wochen an einem Platz ist und dass es okay ist und dass es danach auch irgendwann wieder anders sein wird und dass die Zeitspanne jetzt keine 3 Tage ist, sondern vielleicht eher so irgendwas in Richtung 3 Wochen, 3 Monate, dann ist das für mich völlig okay. Und ich kenne danach wirklich jede Ecke an diesem Helene-See. Weil ich gehe jeden Tag ungefähr mindestens 2 Stunden hier von A nach B und zickzack. Und also ich kenne mich dann hier wirklich sehr gut aus. Ist ja auch gut am Dachzeltfestival. Das ist sehr gut, ja. Naja, also, mal dir? Ja, ich muss sagen, ich habe auch dieses Eingesperrtgefühl. Gar nicht. Ich sehe das jetzt so ein bisschen als willkommene Abwechslung zu dem, was ich, ist irgendwie lustig. Also ich genieße es gerade, einfach stationär zu sein. Das zu erleben, ohne dass ich es eigentlich gewollt habe, ist es jetzt so von außen aufgedrückt, aber es finde ich jetzt gerade nicht als Strafe, sondern eher als Wohltat, weil ich irgendwie merke, wow, da kommen ganz schön viele Gedanken hoch und Kreativität und da entsteht irgendwas gerade. Also ich finde es gerade total spannend für mich. Ist das cool. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass es einigen Leuten anders geht. Vor allen Dingen, wenn man in der Stadt ist. Was wir jetzt ja alle gemeinsam haben, ist, dass wir alle mehr oder weniger auf dem ländlichen Bereich sind. Oder ja, fast nicht, aber trotzdem noch einen gewissen Radius haben. Und vor allem für viele, die halt jetzt auch ihren Urlaub in der Osterzeit gebucht haben. Ne? Also das ist halt dann wirklich schon ein hartes Stück, wenn man jetzt seinen Urlaub einfach nicht machen kann. Das kann ich schon verstehen. Ich glaube, dann geht es uns, die so viele Eindrücke ja mitgenommen haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, dann gar nicht so sehr auf den Sack, also so empfinde ich es zumindest, weil ich habe so viele Eindrücke von, die ich noch zu verarbeiten habe, als wenn ich jetzt, 50 Wochen im Jahr zu Hause hocke und 2 Wochen Urlaub geplant habe und die jetzt nicht machen kann. Ich glaube, das ist viel schlimmer. Zeichen. mir fällt gerade noch eine Sache ein, also ich fühle mich, wenn ich so sagen darf, in der Zukunftsplanung eingeschränkt ein bisschen. Mein Plan war eigentlich, August, September in der Zeit irgendwann durch Skandinavien nochmal zu wollen. Und das ist einfach nicht sicher, ob ich dann in der Zeit oder wir alle irgendwie über irgendwelche Grenzen kommen werden. So, das war mein Plan für Sommer und das steht einfach jetzt auch im Stern so. Aber das ist, ja, ich kann es nicht ändern, wie wir alle. Aber das war es, wo ich merke, so, das fände ich echt schade, wenn das gecancelt werden müsste. Dann gibt es auch Lösungen. Ja. Cool. Das war doch mal ein schöner Gedanke noch zum Abschluss. Lukas, einmal den Bogen. Basta, ne? Bitte? Sag mal. Mücken rein. Und wir kriegen sonst keine Luft hier zu zweit im Auto. Das ist ja, ja, hast du sie? Ich weiß, da kommt noch eine rein. Ja, sorry. Ja, ja bitte, was? Das sind die Probleme des Vollzeitnomaden in seinem Auto abends, wenn das Licht brennt, dann kommen natürlich alle Gäste rein.
Ja, ich fand es schön, dass wir jetzt nochmal den Bogen hier geschlossen haben mit dem Corona-Ding, weil es ja tatsächlich eine Sache ist, die uns jetzt alle irgendwie bewegt und uns nochmal irgendwie in einem anderen Maße, als es vielleicht jetzt andere betrifft. Wenn jetzt jemand von euch, der dazu guckt, euch, die jetzt hier seid, nochmal kennenlernen möchte, etwas näher, wo findet man euch? Vielleicht geben wir das nochmal eben kurz durch, eure Instagram-Kanäle oder Facebook oder was ihr wollt. Sagt doch mal eben kurz. Basti, wo findet man dich? Bei Facebook und Instagram Bullibus, mittlerweile mit Punkt, bullibus.on.tour bei Facebook und Instagram und jeweils ohne Punkt einfach auch als homepage.com seit ein paar Wochen, genau. Cool. Kinder Tobi? Insta Explorize It und Everyday People. Everyday People hat man verstanden. Das andere sage ich nochmal eben kurz. Explorize.it findet ihr sie. Explorize, die explorieren. Also entdecken. Ja. Lisa? Ich finde mal auf Facebook und auf Insta unter Lisa Caravante. Ich weiß nicht, ob man den Namen hier gerade angezeigt sieht. Also Caravan mit C und dann noch CE hinten dran. Und auch unter caravante.com auf meinem Blog. Genau. Und die Bürgers? Ja, also wenn man unsere Namen auch hier sieht, dann kann man sich beide unsere Namen eigentlich ableiten. Ich bin Paulines Bürgerbewegung auf Instagram und auf Facebook ganz normal Pauline Bürger. Genau, und ich auch Lukas Bürger Masseur auf Instagram und Lukas Bürger ganz normal auf Facebook. Oder und auch Entschuldigung. Lukas, du hast deine Webseite, glaube ich, noch gesagt, lukasbürger.de, gell? Genau. Ja, wir werden jetzt in den Stories nachher von dem Live hier auch nochmal alle verlinken. Also wenn ihr dann nochmal denkt, hey, wie schreibt man jetzt nochmal Exploreise, da seht ihr es dann in der Story, da könnt ihr dann einfach draufklicken. Also der liebe Dennis wird das dann bestimmt tun. Genau. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus unserer Sendung heute und habt jetzt auch nochmal durch unsere lieben Gäste einfach nochmal so ein, ja, nochmal ein bisschen rundere Sicht. Also viele Sachen haben wir ja schon erzählt. Wir haben erzählt, es gibt schon viele Lives, die wir zu dem Thema gemacht haben, zu verschiedenen Themen. Ich werde jetzt nochmal so einen Blick darauf bekommen, wie es am Anfang aussieht, wie es aussieht, wenn man sich dann doch wieder anders entscheidet, wenn man es kombiniert, wenn man im Ausland ist, im Inland ist, wenn man im Bus unterwegs ist, wenn man im Dachzelt unterwegs ist, in zwei Dachzelten, so ein Dachzelt. Und ja, also wir haben tausend Sachen verschiedene gehabt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, stellt sie an die Leute direkt hier oder an uns, schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook, Dachzelt Nomaden. Und ja, damit wären wir soweit durch. Ja, cool, dass ihr dabei wart, Leute. Sehr schön, fast stimmt. Ja, jetzt klappt's, ich bin unsichtbar. Juhu! Gleichzeitig geht es nicht. Ja, genau. Also, schön, dass ihr dabei wart. Der Tobi macht noch ein bisschen ihr... Selbstgenäht wahrscheinlich, ne? Tina? Ja, die, ja. Die Maske? Ja, ne? Gut, Tina, kann man die bei dir bestellen? Kann man bei dir eine Maske bestellen, Tina? Bei mir kann man eine Maske bestellen, ja. Ja, so geil. Gut, genau. Derzeit eine Woche. Die Anfrage ist groß. Woche Lieferzeit, oder was sagst du? Ja, Lieferzeit ungefähr eine Woche, weil die Anfrage gerade enorm ist. Ja. Ist auch wieder Fluch und Segen zugleich in dieser Zeit. Aber der Tobi hilft mir sich nicht. Ist Masks on Earth. Ach, was hat er gesagt? Genau. Das geilste Ding auf der Welt? Ja. Ja, cool. Genau. Findet ihr wahrscheinlich bei Everyday People, ne? Sehr cool. Gut, ihr Lieben. Machen wir mal jo. Feierabend, wa? Boah. Eine Stunde 45. Leck ich bin schon weg. Ja, tschüss. Das ist so geil. Alle zusammen geht es nicht. Ah, Spielerei. Ja. Tschüss. Dankeschön. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ja. Schönen Dank. Abend noch überall, wo ihr seid. Ach, so schönen Sonntag noch. Bleibt noch mal eben kurz drin. Wir gehen jetzt hier auf den Livestream raus und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag um 20 Uhr, wie zu immer der gleichen Zeit. Und wenn es noch ein extra Live gibt mit Kochen oder so, dann sagen wir euch Bescheid nächste Woche. Adios, amigos. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.